Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von einem Beitrag mit einem Experten. Wir haben heute einen Steuerberater zu Gast. Der Experte ist in seinem Gebiet, der nicht nur Unternehmer, sondern auch Gründer betreut und deshalb eine ganze Reihe von Fragen auch beantworten kann. In dem ersten Teil heute wollen wir auch ein wenig über die häufigsten Fehler uns unterhalten, die Unternehmer und auch Gründer unterlaufen. Und ich darf dich ganz herzlich heute begrüßen, lieber Marc, und einfach dich bitten, dass du ein paar Worte zu dir sagst. Du hast ja eine große Kanzlei inzwischen mit mehreren Niederlassungen in Deutschland aufgebaut und viel Erfahrung mitgebracht. Und so wie ich es jetzt auch richtig in Erinnerung habe, bist du ja schon in der zweiten oder dritten Generation ja sogar in eurer Familie schon Steuerberater. Ist das so richtig? Jawohl, das ist richtig. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Mein Name, wie gesagt, Marc Zehntner, bin Diplom-Betriebswirt und Steuerberater, Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft und Fachberater für Unternehmensnachfolge. Bin, wie gesagt, einer der Geschäftsführer der CETAX Steuerberatungs GmbH. Die geht zurück auf die Kanzlei Zehntner, die 1956 gegründet wurde. Also uns gibt es am Markt schon 66 Jahre dieses Jahr und haben derzeit 42 Mitarbeiter und bewegen uns eben auf dem Feld sowohl der klassischen Steuerberatung als auch der betriebswirtschaftlichen Beratung. Ja, wir werden ja später noch einen Podcast gemeinsam auch haben, der an anderer Stelle dann auch einsehbar und einhörbar ist, wo es ein bisschen mehr um deine persönlichen Aspekte und Erfahrungen und auch Tipps geht. Jetzt im ersten Teil wollen wir uns ein bisschen über so die häufigen Fehler unterhalten, die aus deiner Erfahrung aus den meisten Gründern auch und Unternehmern auch passiert. Und da wäre so die Frage, was sind denn so die fatalsten Fehler, die ein Gründer machen kann, ein Unternehmer machen kann, gerade in Bezug ja auf dein Thema, das Thema Steuern? Ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Fehlerquellen, die da einfach passieren, denn am Anfang ist ja oft, zumindest wenn die Gründung professionell begleitet ist, wie das ja bei euch der Fall immer ist, dann ist eine Unternehmensplanung da, dann habe ich eine Vorstellung, was könnte ein Ergebnis rauskommen, so richte ich meine Steuervorauszahlungen ein, so steuere ich meine Liquiditätsplanung, wenn es umsatzsteuerliche Fragestellungen gibt, um dann auch meine Umsatzsteuervoranmeldungen ordentlich abzugeben und auch bezahlen zu können. Ich glaube, oder meine Erfahrung zeigt, dass gerade nach 2 bis 3 Jahren die allergrößten und schlimmsten Fehler passieren, nämlich dann, wenn sich das Unternehmen so ein bisschen etabliert hat, man vielleicht diese Planung nicht mehr so ernst nimmt, da nicht mehr so viel Fokus drauf legt, dann sagt, okay, ich war ja schon, bin auf einem guten Weg, bin besser wie das letzte Jahr und auf einmal kommt eine steuerliche Überraschung, die mit enormen Nachzahlungen, weil es sich schön entwickelt hat, aber weil das Geld dann ausgegeben ist, führt das oft zu Problemen. In der Startphase habe ich ja dann oft auch ja, den Investitionsabzugsbetrag, der mir ermöglicht, noch Steuern zu schieben und das wird dann oft genutzt und so ein bisschen in den Tag hineingelebt, ja okay, ich kriege die Steuer jetzt nochmal weg und nach 2, 3 Jahren kommt dann so ein bisschen, ich sage, der Hammer und dann kommen die große Steuernachzahlung und dann kommen massive Liquiditätsprobleme, einfach weil die Orientierung an der Planung nicht mehr so eng ist, wie sie am Anfang vielleicht war. Das klingt ja so ein bisschen, als wenn der Grund, weshalb, ich glaube ja 80% der Gründer überleben die ersten 5 Jahre nicht, dass er ein Grund nicht nur sein kann, dass es betriebswirtschaftlich das Konzept, die Idee gar nicht funktioniert, sondern dass einfach falsch gewirtschaftet worden ist. Also mir ist da ein bekannter Gründer auch in Erinnerung, der dann nach dem ersten guten Wirtschaftsjahr dann von den Geldern, die er eigentlich hätte zurücklegen müssen für die Steuer, sich dann erstmal ein Auto gekauft hat und dann schließlich daran auch dann insolvent und pleite gegangen ist. Ja. Ist das so, was du meinst in dieser Richtung? Absolut, das ist genau das und das passiert unserer Erfahrung eben nicht in den ersten 1 bis 2 Jahren, sondern dann eben nach einem guten oder 2 guten Jahren, wenn diese Möglichkeit, Steuern zu schieben, Investitionsabzugsbeträge zu bilden, wenn vielleicht auch der Übergang Einnahmenüberschuss Rechnung zur Bilanzierung, wenn das Ganze ein bisschen ehrlicher und reeller wird, wenn dann die Planung und die Steuerung nicht so da ist, wird das ganz, ganz oft aus unserer Erfahrung zur großen Falle für die Existenzgründer. Und dann natürlich auch, wenn ich eine neue Maschine brauche und zur Bank komme, habe ich eine gute Chance, dass mir die finanziert wird im Wachstum. Wenn ich zur Bank komme und sage, Unternehmen läuft prima, ich sollte aber einen Kredit haben, um Steuern zurückzubezahlen, wird mir keine Bank einen Kredit geben, um Steuern zu bezahlen. Da ist ja häufig so, dass die Banken ja auch diese steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung haben wollen, weil ja viele Fördermittel auch gerade für junge Unternehmen auch ja Steuermittel auch sind. Da darf natürlich nichts offen sein. Wie sieht's dann aus hinsichtlich überhaupt der Frage, wenn ein Unternehmer, Jungunternehmer, Gründer an den Markt geht, würdest du sagen, der braucht sofort immer einen Steuerberater oder gibt's da eine Schwelle, wo du sagst, also ab dann auf jeden Fall? Was ist da so deine
Empfehlung. Gerade weil es eine mehrjährige Entwicklung ja nehmen soll, macht es aus unserer Sicht auf jeden Fall vom ersten Tage einen Steuerberater zu haben. Zum einen, um die fortlaufenden Dinge erledigen zu können und die professionell vom ersten Tag an aufeinander aufbauen zu machen, sodass auch Wachstum sinnvoll in der Begleitung möglich ist, aber eben auch um rechtzeitig auf diese Fallen hinzuweisen. Denn wenn ich im ersten Jahr dann eben nur beginne, am 31.12. meine Rechnungen zu schreiben, sodass die alle erst am 10.01. des Folgejahres eingehen, dann habe ich im ersten Jahr kein Steuerproblem. Dazu bräuchte ich keinen Steuerberater. Mhm. Aber ich muss natürlich kalkulieren, was hat es im Jahr 2 für Auswirkungen, wenn ich mich so verhalte. Und deshalb glauben wir daran, dass vom ersten Moment eine steuerlich gute Betreuung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um die Dinge, die man eben nicht erwartet. Ja, dass wenn ich Personal habe, dass ich die bezahlen muss, das ist erwartbar. Aber diese Steuer ist deutlich schwieriger zu berechnen, zumindest für den Laien, und zu überblicken, wann kommt sie mit welcher Liquiditätswirkung, wie kumuliert das Ganze dann eventuell mit Anpassung von Vorauszahlungen. Hier sind ja Liquiditätswirkungen in ganz andere Richtung, wie sie aus der reinen Rentabilitätsvorschau beispielsweise hervorgehen. Und da glauben wir, dass von Anfang an eine professionelle Betreuung, die nach vorne gerichtet ist, ganz wichtig ist. Hm. Jetzt ist es ja so, Steuerberater ist nicht gleich Steuerberater. Also sicherlich durchlaufen alle die Prüfungen und müssen auch Ausbildungen nachweisen. Und trotzdem gibt es ja gerade in der Sichtweise, der Denkweise und auch hinsichtlich der Planung und Auswertung ja große Unterschiede zwischen Steuerberatern. Und da kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus als ich. Also ich habe wahrscheinlich schon über 10 Steuerberater in meinem Leben kennengelernt und der eine hatte nie aktuell die Zahlen fertig. Also ich war gar nicht in der Lage, monatlich auszuwerten. Und bei anderen habe ich wiederum keine Beratungen bekommen. Also was sind denn so deine Erfahrungen? Worauf sollte ein Gründerunternehmer achten, um zu sagen, also das ist ein guter Steuerberater und zu dem vielleicht lieber nicht? Nein, zu dem vielleicht lieber nicht, darf ich nicht sagen. Das verbietet mir auch das Berufsrecht. Da will ich auch gesetzeskonform bleiben. Nein, aber muss natürlich sehen, die Steuerberaterprüfung ist sehr schwer. Die besteht aber aus im Prinzip 3 Teilen, 3 schriftlichen, der AO, dem Ertragssteuerrecht und dem Bilanzsteuerrecht. Das Thema Betriebswirtschaftslehre kommt, wenn, in der mündlichen Steuerberaterprüfung vor und sonst nicht. Das heißt, ich kann ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse ein Steuerberaterexamen, das sehr, sehr schwer ist, aber ich kann es erwerben, ohne eigentlich wirklich betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Wesentlichen zu haben. Ich komme da so durch. Und das ist natürlich dann später auch die Frage, die ich mir als Kunde stellen muss. Was habe ich? Habe ich einen betriebswirtschaftlichen Berater, der die Qualifikation hat, um in steuerlichen Dingen zu beraten, weil er die Prüfung bestanden hat? Oder habe ich einen reinen Steuerdeklarationsberater, den kann ich fragen, wie löse ich steuerliche Dinge, die aber nicht primär auf den betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und das ist so Tradition in unserem Hause eigentlich seit 66 Jahren, dass wir sagen, es darf gar nie die Steuer ganz zentral im Vordergrund stehen. Ich muss betriebswirtschaftlich sinnvolle Dinge tun und sie dann steuerlich optimal gestalten. Aber niemals, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich diese Stammtischparolen höre. Mein Steuerberater hat gesagt, ich muss mir ein neues Auto kaufen, damit ich was zum Abschreiben habe. Ja, wenn ich sowas höre, eine Fehlinvestition ist eine Fehlinvestition. Solange der Steuersatz unter 100% ist, bleibt es eine Fehlinvestition. Also diese steuergetriebene Investitionstätigkeit halte ich für was oder hält unser Haus seit jeher für was ganz Gefährliches. Ich brauche eine betriebswirtschaftlich vernünftige Abwägung, die ich dann steuergestaltend begleiten kann und kann da in Nuancen Dinge tun, um steuerlich sinnvoll unterwegs zu sein. Die gibt es durchaus, aber der auslösende Moment muss immer die betriebswirtschaftlich sinnvolle Überlegung sein. Und jetzt hast du, ich habe dich so angehört, dass dann diese Anschaffung, Investitionen, ein Fahrzeug, ist ja auch für viele ein Statussymbol, nach dem Motto, ich habe es endlich geschafft. Warum das eine Fehlinvestition ist? Du hast gesagt, dass der Steuersatz unter 100%. Nein, das war, ich will jetzt damit nicht sagen, ich fahre auch selber gerne ein schönes Auto, so ist es gar nicht. Aber es ist so, wenn ich sage, ich muss jetzt ein Auto kaufen, um Abschreibungen zu generieren. Ja. Um weniger Steuern zu bezahlen. Das ist das, wogegen wir uns wehren. Und ob das dann ein Fahrzeug, ein Computer oder was auch immer ist. Ja. Es geht darum, ich muss mich fragen, macht die Investition wirtschaftlich Sinn? Wenn sie dann wirtschaftlich Sinn macht, dann kann ich sie steuerlich nutzen, aber nie andersrum. Auch
Ja, der Zeitpunkt einer Investition, der kann durchaus mal steuergetrieben sein. Wenn ich sage, ich brauche eine neue Maschine, ich brauche auch einen Spediteur, ich brauche einen neuen LKW, dann aus steuerlicher Sicht zu diskutieren, macht es Sinn, den am 2. Januar oder noch am 28.12. beispielsweise anzuschaffen. Das sind Dinge, die können durchaus steuergetrieben sein. Aber die Grundsatzentscheidung, ich kaufe jetzt irgendwas, um Geld auszugeben, das wollte ich damit gesagt haben, solange der Steuersatz unter 100% liegt, ist eine Fehlinvestition. Ich muss sinnvolle Investitionen abwägen und mich dazu entscheiden und sie dann steuerlich in Punkte auf Finanzierungsform, in Punkte auf Anschaffungszeitpunkt, in Bezug vielleicht ja, auf eine Gesamtplanung betriebswirtschaftlich sinnvoll entscheiden und dann steuerlich optimieren. Niemals andersrum. Oh, ich habe eine drohende Steuernachzahlung, jetzt kaufe ich mal was, damit ich es nicht, hört man ja ganz oft, ich bezahle es lieber an den Autohändler als an das Finanzamt. Ja, völliger Quatsch. Ja. Ja, hier geht es darum, wie gesagt, betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen zu treffen und die steuerlich zu optimieren, aber den auslösenden Moment nicht im Steuerrecht zu sein. Das sollte nicht so sein. Verstehe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich also in Deutschland Steuerberater werden, kann diese relativ schweren drei Prüfungsdisziplinen bestehen, aber unterm Strich habe ich möglicherweise keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Und wenn ich dann auch als Steuerberater niemals als Führungskraft, Geschäftsführer oder selbst mal als Unternehmer tätig war, berate ich ja eigentlich Unternehmer nur zu steuerlichen Aspekten ausgebildet, aber ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Habe ich dich da so richtig verstanden? Das ist theoretisch möglich. Ich habe in der mündlichen Prüfung gibt es einen Teil Betriebswirtschaftslehre. Ja. Der ist aber einer von vielen Teilen in der Bewertung. Also ich sage jetzt mal, mit null betriebswirtschaftlicher Kenntnis komme ich da auch nicht durch. Ja. Aber es ist ein minimaler Anteil. 90% des Steuerberaterexamens geht um Steuern, so wie es der Name ja auch sagt. Erwartet wird zu Recht von einem Unternehmer, aber durchaus schon ja auch die betriebswirtschaftliche Beratung. Ja, und da ist ja bei dir anders. Du hast ja einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bist dann aus diesem heraus dann in den Bereich der Steuerberatung gewechselt oder wie war das bei dir? Ja, im Prinzip, wie gesagt, das ist das Prinzip unseres Hauses. Schon mein Vater war Diplom-Volkswirt und hat dann über den Helfer in Steuersachen, Steuerbevollmächtigter, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, seine Zusatzqualifikationen zur Erlaubnis, zur Beratung in steuerlichen Dingen erworben. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, zwar mit dem Schwerpunkt Steuer- und Prüfungswesen im dualen Studiengang, aber trotzdem auch unser Professor Ulrich Sommer hat damals schon viel Wert darauf gelegt. Der hat immer gesagt, meine Damen und Herren, Sie studieren Betriebswirtschaftslehre, Sie studieren nicht Steuern. Steuer, ganz wichtiger Bestandteil, Steuern als Kosten, gibt es viele betriebswirtschaftliche Aspekte, die ich da ja auch wählen kann. Aber im Fokus muss stehen eigentlich eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, eine betriebswirtschaftliche Abwägung, die dann die steuerlichen Dinge möglichst optimal integriert. Was sind denn so die Nachteile, wenn ich jetzt als Gründer zu einem Steuerberater bekomme, der jetzt nicht so aufgestellt ist wie du, der den betriebswirtschaftlichen Anteil also voll auch im Blick hat? Was ist denn der Nachteil, den ein Gründer erhält, wenn er dann zu einem Steuerberater geht, der in der Regel nur die Vergangenheit betrachtet, also die steuerlichen Aspekte? Ja, wie du gerade schon sagst, wenn ich Auto fahre und permanent nur in den Rückspiegel schaue, dann kann das ganz schön ins Auge gehen und so ist natürlich auch im täglichen Leben, denn nach unserer Erfahrung ist der Steuerberater doch auch in betriebswirtschaftlichen Dingen eigentlich der erste Ansprechpartner und sollte seinen Fokus nach vorne gerichtet haben. Denn je schneller ich fahre und wenn ich mich dann nur im Rückspiegel in den Rückspiegel schaue, statt nach vorne durch die Windschutzscheibe, dann kann das fatale Folgen in jeglicher Art und Weise haben. Denn bei der Besteuerung ist ja auch so, ich habe ein Ergebnis und es hat dann Folgen aus der Vergangenheit. Aber die Vergangenheit kann ich nun mal jetzt nicht mehr beeinflussen. Das heißt, wenn ich dann eben noch Handlungen vor dem Bilanzstichtag beispielsweise, um eine aktive Bilanzpolitik betreiben zu können, wenn ich die unternehmen will, aber erfahre erst 8 Monate später, dass ich hätte was tun sollen, was ich jetzt nicht mehr tun kann, weil es einfach in der Vergangenheit liegt. Das ist die Problematik dabei. Und dieser Fokus nach vorne, der ja sonst eher den Unternehmensberatern zu eigen ist, den brauche ich zwingend aus unserer Ansicht in der Steuerberatung eben auch, um gestaltend eingreifen zu können und nicht hinterher festzustellen, der Unternehmer hätte was tun müssen. Ja.
Worauf sollte dann ein Unternehmer, Gründer achten bei der Auswahl des Steuerberaters, wenn er auch gerade die Zukunft klar betrachten will? Also ich spreche mal aus eigener Erfahrung. Ich habe für mich ein Unternehmen gegründet und wollte dann planen und habe dann am 1. des Monats angerufen und gefragt, wann die Zahlen fertig sind. Die waren am 1. nicht fertig. Die waren am 10. nur in Bezug auf die Vorsteueraspekte fertig. Also letztendlich habe ich immer mit 2, 3, 4, 5 Monaten Verzug überhaupt meine BWA bekommen. Da kann ich natürlich nicht tagesaktuell planen. Gibt es da aus deiner Erfahrung Tipps, worauf jemand genau achten sollte, wenn er so einen... Da hat uns natürlich die Digitalisierung enorm geholfen, denn früher war es ja auch bei uns viele Jahre so, dass der Monat zu Ende war. Man hat die Unterlagen zusammengerichtet, Kontoauszüge, Rechnungen, hat die dann ins Steuerbüro gegeben. Ja. Und dass die dann nicht am 5. oder 10. des Folgemonats komplett fertig sein konnten, ist ja klar, denn sonst hätte das Steuerbüro ja 20 Tage nichts mehr zu tun. Durch die Digitalisierung sind wir dabei. Wir buchen je nach Unternehmensgröße täglich oder wöchentlich, aber immer direkt innerhalb des Monats durch die Digitalisierung, sodass dann eine BWA tatsächlich zwischen 5. und 10. des Folgemonats in aller Regel fertig ist. Auch da gibt es mal Ausnahmen, aber dadurch, dass wir permanent buchen durch die Digitalisierung, hat sich da ein enormer Fortschritt ergeben, sodass man viel, viel zeitnäher dran ist und die Belege vor allen Dingen auch das Unternehmen gar nicht mehr verlassen, sondern die digitalisierte Version bei uns eingereicht wird, teilweise eben auch mit einem Zahlungsmanagement, das wir dann eben auch durch die Digitalisierung machen können. Wenn ich nur einmal im Monat buche, kann ich ja die ganzen Synergien, die im Rechnungswesen drin liegen, auch nicht nutzen. Das heißt, eine permanente Buchung geht nur in der digitalisierten Welt. Aber die digitalisierte Welt erlaubt mir eben auch, mein gesamtes Rechnungswesen auf den Steuerberater zu übertragen. Wenn ich dann so meine aktuelle BWA bekomme, gibt es ja die Möglichkeit, ich kann das mit meiner Vergangenheit vergleichen, so Vorjahresvergleich, was sehr beliebt ist bei Steuerberatern. Und dann gibt es ja aber auch den Vergleich in die Zukunft, also in die Planung. Was würdest du denn empfehlen? Beides oder eins oder... Auf jeden Fall, das Allerwichtigste ist immer, der Plan ist Vergleich, weil ich mich ja mit dem, was ich mir vornehme, wenn ich im letzten Jahr 2 Gesellen hatte und habe in diesem Jahr 4, dann festzustellen, dass ich mehr Umsatz mache als im letzten Jahr, es ist eine Erkenntnis. Ob sie mich nach vorne bringt, ist eine ganz andere Frage. Ich muss ja wissen, wie viel Umsatz brauche ich für mein Break-Even, wenn ich 4 Gesellen in meinem Unternehmen habe. Und deshalb muss ich mich mit der Planzahl vergleichen. Der Blick aufs Vorjahr kann mal einen ergänzenden Aspekt mitbringen. Aber das Wesentliche ist die Orientierung ad 1 am Plan. Und was wir für ganz elementar halten, ist in unserem Controlling-Report, ist grundsätzlich ein Ist-Abgleich, also Plan ist realisiert, nehmen wir an, wir befinden uns im Monat, also Anfang April, wir haben die Märzbuchhaltung abgeschlossen, dann haben wir einen Bestandteil in der Auswertung Ist Januar bis März plus Plan April bis Dezember. Das heißt, wir wissen, wenn der Rest des Jahres halbwegs nach Plan verläuft, mit welchem Ergebnis habe ich zu rechnen? Richtung Bank, Richtung Finanzamt, Richtung eigener Erfolgskontrolle. Ich weiß jetzt nicht, wie eure Erfahrungen sind. Also unsere Beobachtung ist, dass in den ersten 2, 3 Jahren haben die Gründer, die Unternehmer nach Gründung überhaupt die Möglichkeit eines Plan-Ist-Vergleichs, weil sie gezwungen worden sind, meistens eine Planung aufzustellen, weil sie Fördermittel oder weil sie Finanzierung über Banken machen wollen. Dann passiert es aber entweder, dass sie dann ab dem Monat 6, 7, 8 gar nicht mehr reingucken, also diesen Vergleich gar nicht ziehen, gar keine Abweichungsanalyse und Korrekturmaßnahmen einleiten, oder sie machen das 3 Jahre, dass es gut läuft, und dann denken sie, jetzt brauche ich das nicht mehr und machen dann keine Fortsetzungsplanung mehr. Wie ist es bei euch? Kannst du das bestätigen, dass viele das so tun? Das war ja das vorhin, als du mich gefragt hast, wo die großen Gefahren liegen. Genau darin, dass es, ich starte, ich habe eine Planung, ich habe meine Vorauszahlung so eingerichtet, dass sie zur Planung passen. Das ist alles in halbwegs eingeschwungenen Zustand, obwohl es ja eigentlich noch gar nicht sein kann. Ich bin am Start, aber ich bin innerhalb der Planung in berechenbaren Größen, und irgendwann kommt dieser Moment, lief ja ganz gut, die Bank ist zufrieden. Ja. Das ist alles soweit in Ordnung. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Und dann ist genau diese Gefahr, ich gucke auf den Vorjahresvergleich, habe keine Planung mehr, das entwickelt sich vielleicht ganz gut, aber dann kommen diese Effekte, Steuererklärung abgegeben, Nachzahlung fürs Jahr von mir aus 02 oder 03 plus dann, nehmen wir jetzt mal das Jahr 02 die Nachzahlungen, und wir sind im Jahr 4, weil wir ja eben nicht so ganz zeitnah dran sind, dann sind wir im Jahr 4, dann kommt die Nachzahlung für 02, plus die Anpassung der Vorauszahlungen für 03, plus die Anpassung der Vorauszahlungen für 04, soweit wir dort schon fortgeschritten sind. Und schon ist die Liquiditätslücke da.
Warum? Weil ich die Planung nicht fortgesetzt habe und weil ich nicht gesagt habe, okay, ich muss den und den Betrag auf der Seite haben, damit, wenn die Steuernachzahlung plus diese Vorauszahlungen kommt, dass ich das einfach im Griff habe ein Stück weit, sondern da aufzuhören zu planen, halte ich für extrem gefährlich und kann man jeden auch nur davon abraten. Obwohl wir dieses Phänomen natürlich auch sehen, ja, jetzt ist es ja schon ganz gut gegangen, dafür habe ich jetzt keine Zeit, so diese typischen Dinge, die da kommen, und da versuchen wir auch darauf hinzuwirken und sagen, bitte, jetzt ist es umso wichtiger nach dem Start, dass die Planung da ist und dass eine Orientierung am Plan da ist und eben nicht am Feuer. Da gibt es ja die gute Geschichte von dem Waldarbeiter im Wald, der wie wild an dem Baum sägt mit einer stumpfen Säge, und da kommt dann so ein Wanderer und fragt, sag mal, warum nimmst du nicht mal die Zeit, hier deine Säge anzuschärfen? Und dann sagt der Waldarbeiter, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich die schärfen, aber dafür habe ich keine Zeit, ich muss ja sägen. Ja. Und so geht dann die Planung häufig hops. Ich habe ja auch von dir gehört, dass du auch Fachberater oder einen Abschluss hast im Bereich Controlling, ist das richtig? Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber häufig wird Controlling bei den meisten ja so mit Kontrolle verwechselt. Ja. Ja, aber tatsächlich ist es ja ganz was anderes. Was würdest du denn sagen als Experte dafür? Ist, denke ich, einer meiner meisten gesagten Sätze in der Praxis. Controlling hat nichts mit Kontrolle zu tun. Und ich wehre mich da auch strikt dagegen, sondern genau diese Steuerung. Erwartete Dinge, die ich abschätze, um dann Einfluss auf die Zukunft zu nehmen, das Unternehmen zu steuern, das kann ich nur, wenn ich die Datengrundlage habe, die aktuell ist. Das ist ein echter Schwerpunkt bei uns. Auch dieser Punkt im Zuge. Man kennt ja sonst die Planungen Best Case, Worst Case und erwarteter Fall. Wir haben da eine Richtung entwickelt, die sogenannte Monte-Carlo-Simulation, die mir erlaubt, mit Bandbreiten zu planen, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges und ganz, ganz interessantes Instrument. Denn da kann ich dann tatsächlich mit Erfolgswahrscheinlichkeiten und kann die dem Unternehmer auch ganz plastisch vorführen und kann sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die folgenden 5 Annahmen vernünftig sind, vernünftige Bandbreiten anbieten, dann komme ich zu dem oder jenem Ergebnis und der Wahrscheinlichkeit, dass mein Eigenkapital reicht, meine Liquidität ausreicht, mein Unternehmensergebnis positiv ist. Die Dinge, da kann ich was gestalten, da kann ich Einfluss nehmen im Vorhinein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und nicht anschließend festzustellen, es war nicht rentabel. Denn dann brennt ja eigentlich das Haus schon und dann muss ich löschen. Wenn ich aber im Vorhinein schauen kann, dass mein Haus gar nicht in Brand gerät, sondern dass ich im Vorfeld abwäge bei vernünftiger Datenbasis und der Beobachtung des Marktes und der Entwicklungen, darauf reagieren zu können, dann ist es auch leichter, den Brand gar nicht entstehen zu lassen, als ihn später zu löschen. Kann man ja so ein bisschen mit einem Kapitän in einem Schiff vergleichen, der entweder sofort an dem Tag, wo er den Kurs verlassen hat, eine Rückmeldung bekommt, oder er kriegt dann etwas später die Rückmeldung, dass das Wasser, die Vorräte für die Mannschaft leer sind, oder er wartet so lange ab, bis alle verdurstet sind. So, das ist ja schöner Vergleich. Ja, und so viele machen dann Controlling dann, wenn schon alles tot ist. Und dann ist es ein Fall für Sanierungs- oder Beratung oder Abwicklung. Jetzt habe ich dich sagen hören, dass ihr da so 3, 4, 5 Kriterien raussucht und dann nach Bandbreiten arbeitet. Was genau kann ich mir jetzt als Zuhörer da vorstellen? Was passiert dort? Das Geheimnis dieser Monte-Carlo-Simulation liegt darin. Ich kann ja jetzt heute nicht sagen, ich bin fester Meinung nach meinem Plan, ich mache 1,347 Millionen Euro Umsatz. Wenn ich aber heute Ende Januar hier sitze und sage, ich habe mein Unternehmen, ich kann ein paar Mengengerüste erstellen, ich habe ein paar Erwartungen an den Markt, ich habe ein paar Entwicklungen, die ich vernünftig halte, und ich kann wohl davon ausgehen, dass mit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit mein Umsatz zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Euro liegt. Dann habe ich eine Bandbreite, mit der kann ich dann planen. Das war das, was man eben früher mit Worst Case und Best Case gearbeitet hat. Und kann dann sagen, okay, ich habe eine Mannschaft da, also meine Personalkosten werden irgendwo zwischen 600 und 650.000 Euro liegen. Das sind alles Annahmen, ich werde die nicht genau treffen. Ich werde nicht 647.000 Euro, 372 Euro Personalkosten haben, aber irgendwo Personalkosten zwischen 600 und 650.000 und eben einen Umsatz zwischen 1,2 und 1,4 Millionen. Und habe jetzt durch die Monte-Carlo-Simulation die Möglichkeit, 1 Million Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Größen gegeneinander laufen zu lassen, auch zu schauen, wie verhalten sich diese Größen, insofern sie sich gegenseitig beeinflussen. Zum Beispiel,
Mein Wareneinsatz wird in aller Regel variabel sein zum Umsatz, während meine Raumkosten eher sich starr, also unabhängig bewegen in einem gewissen Rahmen. Und so kann ich das Gesamte verdichten und sagen, okay, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 76%, dass ich einen Überschuss erziele. Ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 93%, dass mein Eigenkapital nicht aufgezehrt wird. Erfordert natürlich nicht nur eine klassische Ertragsplanung, sondern eben daraus abgeleitet dann auch die integrierte Planung, also auch auf Liquidität in die Bilanzpositionen. Aber solche Aussagen kann ich mit dieser Monte-Carlo-Simulation dann ganz exakt treffen und kann verdichten und kann eben sagen, auch gerade dann, wenn ich Investoren in meinem Unternehmen drin habe und dem ja ein Stück weit verantwortlich bin, was tue ich mit seinem Geld? Und wenn ich dann unterlegen kann, diese Entscheidung aufgrund vernünftiger, mit dem Investor gegebenenfalls sogar abgestimmter Annahmen, führt zu 96% dazu, dass das Eigenkapital reicht, zu 76% zu einem Überschuss und vielleicht zu 63% dazu, dass die Liquidität auch ausreicht, dann habe ich eine fundierte Entscheidungsgrundlage, kann mich haftungstechnisch ein Stück weit auch exkulpieren, insofern ich fremde Gelder im Unternehmen habe, aber eben auch qualifizierte Entscheidungen treffen. Das ist ja auch bei Startups super wichtig. Wir begleiten ja auch eine ganze Reihe. Die freuen sich natürlich, wenn der erste Investor zusagt, hurra, das Geld ist da. Ja. Aber dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass dann das Geld auch sorgfältig investiert, die Kennzahlen erreicht werden, denn nach 6 oder 12 Monaten kommt da meistens die nächste Finanzierungsrunde und die Investoren in 12 Monaten wollen natürlich wissen, ob in den letzten 12 Monaten auch zielführend gewirtschaftet worden ist, damit dann zum Beispiel eine Wachstumsfinanzierung dann aufgestellt wird. Und da ist es natürlich dann wesentlich, gleich von Anfang an das Controlling auch einzusetzen und nicht einfach das Geld dann auszugeben in der Freude. In beiden Ausprägungen, zum einen die Verarbeitung der Daten, zum anderen eben auch der Nachweis, oh, wir haben sehr schnell reagiert, da ist uns eine Entwicklung unerwartet, ich sage jetzt mal ein Stück weit aus dem Ruder gelaufen, aber wir können dem Investor gegenüber nachweisen, innerhalb von einem Monat wurde hier gegengesteuert und was anders unternommen oder man hat 1 oder 2 Monate noch Zeit gegeben, hat aber die Dinge gesehen und hat dann angemessen reagiert. Das geht natürlich nur, wenn ich eine zeitnahe Ist-Datenerfassung dagegen habe und eine ganz konkrete Vorstellung, wie sich meine Planzahlungen entwickeln und wie weit sie abweichen dürfen und wie sie dann zu interpretieren sind. Das bedeutet ja, dass der Kapitän sich nicht nur freuen darf, wenn sein Schiff dann vom Stapel gelassen wird, dass er dann ins große, weite Wirtschaftsmeer aufbricht, sondern dass er tatsächlich ja jeden Tag, jede Stunde auch dann für Verantwortung und Rechenschaft hat, dann zu kontrollieren, dass er den Zielkurs auch behält. Weil das sehen Investoren natürlich rückwirkend anhand der BWA, anhand der Kennzahlen, die dann geliefert werden, ob er mit treu umgegangen ist und werden in der zweiten Runde dann sagen, gibt Geld oder gibt dann kein Geld mehr. Ja. Absolut, gerade der Nachweis nicht stur an einem geglaubten Kurs festzuhalten, sondern tatsächlich auf die Realität zu reagieren und nachzusteuern, nachzukorrigieren, wenn ich eben vom Kurs abkomme, wieder zurück zum Kurs zu finden. Was würdest du dann sagen aus deiner Erfahrung? Ihr habt ja viele 100.000 Unternehmen oder Jahresabschlüsse produziert und begleitet. Was würdest du dann sagen, wenn ein Unternehmer seine Planung macht? Zu wie viel Prozent ist er genau auf diesem geplanten Kurs und wie viel Prozent ist da drumherum, Schlingerkurs, Abweichung? Das ist über alle Branchen und Unternehmensgrößen, die wir betreuen dürfen, zu sagen, ist extrem schwierig. Ich denke, je größer das Unternehmen, umso näher sind wir da auch schon am Plan, weil wir einfach gewisse sich ausgleichende Effekte bei der Planerreichung haben. Beim kleinen Unternehmer kann da schon mal eine erhebliche Abweichung da sein. Allerdings, ich glaube, es ist wichtiger, die Reaktion drauf abzuwägen, als die reine Abweichung zu messen. Die Abweichung muss mir Signal geben, in den Dialog einzusteigen und zu überlegen, kann ich gegensteuern oder woran liegt es denn? Habe ich bei meiner Planung vielleicht einen Fehler gemacht oder muss ich in meinem Doing etwas ändern, um meinen Plan wieder mich näher an den Plan heranzuarbeiten? Ich glaube, das ist die wesentliche Botschaft und Erkenntnis daraus, dieses. Und das ist halt Controlling im besten Sinne, die Steuerung, nicht nur die Messung der Abweichung, sondern tatsächlich auch die Reaktion einer Gegenbewegung, die dann einzuleiten, um wieder auf den Kurs zu kommen. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gehört, dass man als Unternehmer so zu 80%
nicht auf dem Kurs ist, den man sich gewünscht hat, sondern drumherum eiert. Ja, klar, niemals exakt. Niemals die Frage exakt. Ist, wie weit, und da kommt ja die Monte Carlo Simulation wieder ins Spiel. Mhm. Ich werde nicht, wenn ich plane 1,3 Millionen, werde ich nicht 1,3000 machen. Ich werde 1,298 oder 1,345 oder 1. Ja, ich werde irgendwo in diesem Bereich sein. Mhm. Solange ich in dem Bereich bin, habe ich ja auch eine Abbildung meiner Planung und habe eine Vorstellung, und solange ich in dem Korridor dann bin, ist ja auch alles soweit in Ordnung. Aber der muss individuell festgelegt sein. Das ist ja auch eine klare, normalerweise Aufgabe einer Unternehmensberatung, dass solche Kursabweichungen von Planungsrechnungen auch analysiert werden, dass dann die Ursachen gefunden werden für diese Ursache und dann Handlungsmaßnahmen zur Korrektur dann eingeleitet werden. Wo siehst du denn da die Schnittstellen zwischen Unternehmensberatung, Steuerberatung? Eben, zunächst mal, weil der Steuerberater ja auch diese deklaratorischen Pflichten hat, ist seine erste Aufgabe zunächst einmal, schnell die Ist-Zahlen zu realisieren und die dann weiterzugeben an die Unternehmensberatung, die dann sich die Zeit nimmt und sagt, okay, woran liegt es denn? Haben wir in der Planung tatsächlich einen Denkfehler oder haben wir da eine Abweichung oder haben wir was in der Umsetzung nicht so gemacht und können wir da was verbessern, um zum Plan zurückzukommen? Das ist die Interpretation, das ist dann die reine Betriebswirtschaftslehre. Ich sag mal, da ist die Unternehmensberatung wieder stärker gefordert. Die kann aber nur reagieren, wenn sie die Datengrundlage kriegt, und dazu ist natürlich eine digitalisierte, schnelle Ist-Datenermittlung einfach mal der das Eingangstor dazu. Das bedeutet ja, für einen Unternehmer wäre oder auch für einen Gründer auch schon, wenn er mit kleinem Budget startet, trotzdem das Beste, eine absolut schnelle, zeitnahe, zeitgenaue, fast schon Echtzeit Finanzbuchhaltung zu haben mit allen möglichen Auswertungen hintendran und dann aber auch das in einen Abgleich stellen zu können mit der Planungsrechnung. Und dann aber auch sofort das Wissen zu haben und die unterstützen dabei, die Ursachen dann aufzuspüren. Eigentlich ist das ja sozusagen, was ja auf jedem, sag mal, jeder Kajüte, in jedem Kommando, auf jeder Kommandobrücke eines Schiffes ja dann der Kapitän mit seinen Offizieren macht. Sowas braucht ja eigentlich ein Unternehmer, aber die meisten Alleingründer, die haben ja das nicht. Oder wie sind deine Erfahrungen dort? Absolut, absolut. Also das ist ganz wichtig, eben nicht nur festzustellen, ich habe eine Planabweichung, sondern ich muss dann auch die Intensität haben. Und das ist natürlich, da endet es bei vielen Steuerberatern, dass das dann einfach nicht weitergefasst wird, sondern es wird in die Zahlen abgeliefert. Und da ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn ich dann einen guten Unternehmensberater dabei habe, an den ich vielleicht auch direkt die Auswertungen übermittle, der sich dann mit dem Unternehmer hinsetzt und sagt, schau mal, wir haben Abweichungen, wie reagieren wir drauf? Was würdest du dann so als Frequenz sagen? Ich gebe mal ein Beispiel. Also ich habe einige Gründer erlebt, die haben dann alle 3 bis 6 Monate mal auf ihr Konto geguckt, ja, oder auf irgendwelche Excel-Tabellen, manche sogar noch mit Zettel und Stift, und haben sie ihre Umsätze und die Kosten gegengerechnet. Was würdest du dann sagen, wie häufig sollte man als Unternehmer genau solche Korrektur- und Messverfahren, also einfach auf die Zahlen gucken? Monatlich, mindestens, ja. Unter einem Monat macht es fast keinen Sinn. Weil wenn ich Positionen habe wie Miete, ja. Die zahle ich ja auch nicht wöchentlich. Die grenzen sich auch nicht wöchentlich in der Buchhaltung ab. Das wäre einfach übertrieben. Ja. Aber dieser monatliche Zeitraum, ich habe meine Abschreibungen, ich habe meine Lagerbewegungen, ich habe meine Personalkosten, ich habe meine Umsätze, ich habe meine Forderungen und Verbindlichkeiten. Also alle wesentlichen Stellgrößen. Insofern bietet sich dieser Monat durchaus an und ist aus unserer Überzeugung absolut ausreichend. Wichtig ist, monatlich zeitnah, das heißt in den ersten 10 bis 15 Tagen des Folgemonats, das darf auch mal der 15. sein, einfach weil bis alle Lagerbewegungen etc. kommuniziert sind, eingebucht sind und dann wieder zurückgemeldet sind. Aber das muss der Takt sein, und ich würde sagen, Unternehmensgrößen unabhängig sogar. Denn gerade am Anfang, wenn ich als kleines Unternehmen starte, brauche ich umso mehr. Ich habe ja keine Routine, von der ich ausgehen kann. Und da muss ich umso schneller nachhalten und schauen, wie bewegen sich meine Zahlen und wie kann ich dafür sorgen, dass ich nachhaltig zahlungsfähig bin. Dann ist es eigentlich etwas Positives, dass das Finanzamt ja schon von der Gründung an immer am 10. dann die Umsatzsteuervoranmeldung ja auch haben will. Das bedeutet ja, dass dann der Monat zumindest gebucht sein muss, die Überschüsse oder
die dann Erstattungen, die müssen ja dann berechnet werden. Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, sich dann nicht nur bezüglich der Umsatzsteuer zusammenzusetzen und die Meldungen zu verschicken, sondern ja die komplette betriebswirtschaftliche Analyse zu machen, oder? Absolut. Wir sind ja sonst als Steuerberater meist sehr kritisch, was der Finanzminister uns an vielen Ecken beschert. Aber da muss man tatsächlich sagen, da hat er was Sinnvolles getan, nämlich die vierteljährliche Abgabefrist auf die monatliche zu verkürzen. Demgegenüber steht wieder die sogenannte Elftelmeldung, sodass ich ja meine Januarzahlen nicht zum 10. Februar, sondern zum 10. März erst melden muss. Das ist aber eine rein steuerliche Geschichte, sag ich mal. Der gewisse Zwang zur monatlichen Buchhaltung ist sicherlich positiv zu beurteilen. Wirklich positiv wird es aber dann, wenn ich begreife, dass mein Rechnungswesen mein Steuerungsinstrument ist und die Umsatzsteuervoranmeldung ein reines Abfallprodukt. Mehr ist aus unserer Sicht nicht. Wenn ich ein sauberes Rechnungswesen habe und sauber gebucht habe, dann ist die Umsatzsteuervoranmeldung tatsächlich ein Abfallprodukt aus der sauberen Buchhaltung. Und genau so muss es sein. So muss auch wiederum, da sind wir wieder am Eingang des Gesprächs, betriebswirtschaftliche Orientierung. Und dann, wenn ich damit am Ende bin, dann kann ich steuerlich optimieren. Und so ist auch das saubere Rechnungswesen, die gute Finanzbuchhaltung, die muss das Ziel und das Bestreben sein, um steuern und regeln zu können. Die steuerliche Auswirkung ist wichtig, die muss ordentlich gemacht sein, aber die ist eigentlich dann ein Abfallprodukt, das eben auch entsteht, wenn mein Rechnungswesen in Schuss und im Griff und zeitnah ist. Das bedeutet ja, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, für den, der diesen scheinbaren Vorteil hat, der Umsatzsteuerbefreiung, also der klassische Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz, dass dieser scheinbare Vorteil eigentlich ein Nachteil ist, weil er genau diesen Zwang, in Anführungsstrichen, externe Motivation nicht hat, sich regelmäßig und zeitnah mit seinen Monatsergebnissen auseinanderzusetzen. Oder wie siehst du es? Absolut, das ist so. Da ist natürlich schwieriger und da haben wir Steuerberater natürlich den Vorteil, dass im anderen Fall das Finanzamt einfach dahinter steht mit Strafen, mit bis zu Kontopfändungen, da richtig Druck macht, damit da was passiert. Wenn der kleine Unternehmer einfach mal so laufen lässt, weil er eben nicht zur regelmäßigen Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet ist und sagt dann, naja, jetzt arbeite ich mal so ein Jahr, jetzt sind meine Reserven aufgebraucht, jetzt mache ich mal eine Gewinnermittlung fürs Jahr 2020 jetzt und stelle dann fest, oh, ich arbeite im Verlust. Ja, dann ist es natürlich fatal und insofern hat das auch was Schützendes, der externe Zwang, obwohl mein Herz als Betriebswirt mir da ja auch sagt, nein, so darf es ja gar nicht sein, aber ein Stück weit hat natürlich dieser Druck, dieser Zwang des Finanzamts auch was Gutes. Jetzt gibt es ja auch immer häufiger, also bei uns zumindest, auch Anfragen von Unternehmen und Gründen, dass die dann sagen, ja, ich möchte ganz gerne steuerlich ja auch mein Unternehmen gut aufstellen. Und dann kommt heraus, dass sie dann ihren Steuersitz irgendwann mal auch ins Ausland verlagern wollen. Da gibt es ja viele dubiose Agenturen. Also ich habe jetzt kürzlich auch mit einer gesprochen, die meinte, ja, wir helfen ihnen bei der Gründung und sie stellen sich gut auf. Und dann beraten wir sie noch, wie sie dann im Ausland ihren Wohnsitz oder ihren Betriebssitz so gut anlegen, dass sie keine Steuern mehr bezahlen. Also ich persönlich sehe es ja moralisch ein bisschen bedenklich, weil sie hier in Deutschland viele Vorteile nutzen. Nicht nur, dass sie Straße, Polizei und Feuerwehr haben, sondern die häufig noch auch sogar Fördermittel beantragen, um dann sich im Ausland zu gründen. Unabhängig jetzt von diesem moralischen Aspekt gibt es ja auch beim Finanzamt eine ganze Menge an technischen Veränderungen, sodass ja schon die Möglichkeit ist, dass selbst wenn der Betriebssitz nach außen verlegt wird, irgendwann das Finanzamt sich doch die Steuern holt. Wie sind denn da so deine Erfahrungen oder deine Ratschläge? Also da haben wir natürlich einen Zeitenwandel. Es gab mal Zeiten, da war das Finanzamt tatsächlich noch mit dem Bleistift und dem Block unterwegs. Heutzutage sind die sich genauso vernetzt. Die kriegen ihre Quermitteilungen, die kriegen die Auskunftsrechte, sei das aus der Schweiz, aus Luxemburg, überall her. Also da zu glauben, man könne so einfach mit dem Köfferchen über die Grenze fahren, die Zeiten sind lange vorbei. Wir haben die erhöhten Mitwirkungspflichten bei Auslandsbeziehungen. Also dass ich jetzt einfach nur eine Tochter in Dubai gründe, die mir dann jedes Jahr 5 Millionen in Rechnung stellt und ich ziehe das in Deutschland von der Steuer ab und muss es da unten nicht versteuern. Die Zeiten sind lang, lang, lang vorbei. Da sind die erweiterten Mitwirkungspflichten. Da im 90 AAO, also da haben wir schon ganz andere Zeiten. Das kann auch mal eine Zeit lang gut gehen, aber ich bin da vollkommen bei dir. Zum einen die Möglichkeiten bei uns zu nutzen, kann man
tun und sollte man auch tun, aber man sollte schon auch dann so fair sein und sagen, okay, wo sollen denn diese Fördermittel für andere Unternehmer herkommen, wenn nicht aus meinen Steuern? Irgendwann betrifft es mich ja dann auch. Und insofern sehe ich genauso die moralische Verpflichtung. Und die Waffen der Finanzverwaltung sind da schon wesentlich schärfer geworden, das einfach beim Namen Steuerhinterziehung auch zu vermeiden. Also ich bin ein großer Verfechter des Eigentumsrechts und der Staat darf Steuern nur erheben und ins Eigentum des Unternehmens eingreifen, wenn er eine gesetzliche Grundlage dazu hat. Andersrum muss ich aber eben auch sagen, okay, die Steuern haben einen gewissen Sinn. Und auch wenn die manchmal mit denen so umgegangen wird, dass ich da nicht unbedingt damit einverstanden bin, aber dem Grunde nach stimmt unser System schon in großen Teilen. Und ich brauche eine Rechtsgrundlage, deshalb helfen wir dem Unternehmer, sich gegen das Finanzamt zu wehren, dass der nicht zu viel holt. Aber auch andersrum habe ich eine gewisse Grundverpflichtung in einem Staat, in dem ich lebe, in dem ich mich bewege, in dem ich die Straßen benutze und die Polizei und die Feuerwehr und all das genieße und auch halbwegs geordnete Verhältnisse in der Politik habe, im Gegensatz zu anderen Ländern, habe ich da schon auch die Verpflichtung, meinen steuerlichen Verpflichten, die mir zu Recht vom Gesetzgeber aufgegeben sind, auch nachzukommen. Sehr ähnlich wie im Fitnessstudio. Wenn ich da trainieren will, darf ich auch meinen Beitrag bezahlen. Will ich meinen Beitrag nicht bezahlen, darf ich nicht mehr trainieren. Und letztendlich ist ja auch unser Land sowas wie ein großer Verein, wo wir unsere Mitgliedsbeiträge dann halt in Form von Steuern bezahlen. Jetzt ist ja gerade beim Thema Steuern, also wir erleben das häufig so, auch die Frage nach einer Rechtsformwahl, so ein Thema, wo die dann sagen, Herr Schäfer, was oder unsere Anwälte dann gefragt werden, was kann man dann tun, um steuerlich die günstigste Rechtsform zu wählen? Jetzt gibt es ja die klassischen Einzelunternehmungen, es gibt ja dann die persönlichen Gesellschaften, die Kapitalgesellschaften und da wird lange überlegt, was die steuerliche günstigste Variation ist. Und die einen Anhänger sagen, egal, wenn man das in Excel durchrechnet, mit allen Steuern und Abgaben, die zu zahlen sind, dann kommt unterm Strich ungefähr das Gleiche raus, weil der Gesetzgeber darauf achtet. Und jetzt auf die anderen sagen, nein, es gibt dann besondere Modelle, wo man dann wirklich deutlich mehr Steuern spart. Wie ist denn da deine Erfahrung? Macht sich da Sinn, wirklich mal auf die Suche zu gehen und alles durchzurechnen? Oder sagst du auch eher unterm Strich, gewinnt immer der Staat? Nein, bei weitem nicht. Ja. Es gibt sehr, sehr interessante Modelle. Dieses Thema Pensionsrückstellung beispielsweise, Finanzierung der Altersvorsorge, ein Thema, das in den 70er, 80er Jahren mal der ganz große Hype war. Da gab es unser Markt auch schon. Deshalb haben wir dieses Thema damals schon mit Diplomarbeiten auch immer wieder wissenschaftlich untersuchen lassen. Wir lassen auch regelmäßig jetzt im Zuge von Bachelor- und Masterarbeiten Updates machen, gerade zu diesem Instrument Pensionsrückstellung, das ein sehr, sehr vielfältiges Instrument ist. Bis vor einem Jahr, bis letztes Jahr, der Kapitalgesellschaft vorbehalten, jetzt aber durch den § 1a Körperschaftssteuergesetz auch den Personengesellschaften, zumindest den Personen- und Handelsgesellschaften, als Option offen, nämlich durch die Option § 1a des Körperschaftssteuergesetzes, wo ich mich auch als Personengesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft behandeln lassen kann. Also da gibt es durchaus hochinteressante steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, auch in anderen Bereichen, die Immobilien GmbH mit einem 15% Steuersatz im langfristigen Vermögensaufbau, hochinteressante Aspekte. Da gibt es durchaus Unterschiede. Natürlich, wenn ich versuche, das gleiche Ergebnis zu erzielen, nämlich dass ich alles in der privaten Tasche habe und dann gehen könnte aus Deutschland, dann komme ich zu ganz anderen Ergebnissen. Dann bin ich oft gleich im Ergebnis. Aber welcher Unternehmer entnimmt denn all seinen Gewinn? Genau das ist ja nicht der Fall. Der gute Unternehmer, der das Wachstum finanzieren will, der belässt ja Teile da drin. Und da habe ich natürlich enorme Möglichkeiten, steuerliche Differenzen zu haben und einen Kapitalaufbau in der Gesellschaft zu betreiben. Egal jetzt, ob neuerdings über die Option im Zuge einer Personengesellschaft, früher die Tesorierungsbesteuerung. Also da gibt es ein ganz, ganz weites Feld und das ist sehr, sehr spannend, diese Dinge mal durchzuspielen. Aber da muss man den konkreten Fall kennen, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich oder auch schon, wenn ich an die Richtung Betriebsgebäude denke, Wiesbadener Modell, da gibt es durchaus Überlegungen. Und da, wo es dann ganz spannend wird, ist ja die gesamtheitliche Betrachtung. Nicht nur die laufende Ertragsbesteuerung 2022, 2023, 2024, sondern die Überlegung, habe ich Kinder? Habe ich eine Ehefrau? Wie sieht mein Gesamtplan aus? Beteilige ich vielleicht schon vorzeitig die Kinder am Unternehmen? Jedes Kind hat einen Grundfreibetrag. Bis es fertig ist mit Studium,
Ausbildung in der Größenordnung pro Kind 200.000 bis 250.000 Euro. Ich sage jetzt mal, wenn jemand vier Kinder hat, da habe ich 1 Million steuerfreie Ausschüttungsmöglichkeiten oder Entnahmemöglichkeiten, die ich nutzen kann und die bei einem Steuersatz von 42%, da reden wir über 400.000 Euro. Und da kommt es auch zu definitiv Steuerersparnissen gegebenenfalls. Das muss ich sauber aufgleisen, da muss ich eben zivilrechtlich, da brauche ich die Anwälte dazu, da muss ich mir überlegen, was passiert denn da im Einzelnen, dann welche Mitspracherechte gebe ich den Kindern, wie beteilige ich die, nehme ich da klassischerweise die Personengesellschaft mit einer GmbH und KKG oder kriegen die GmbH-Anteile, wann brauche ich einen Ergänzungspfleger, vielfältige Dinge zu tun, aber auch sehr, sehr spannende Möglichkeiten und erhebliche Steuerbelastungs-, ganz legale, erhebliche Steuerbelastungsunterschiede. Wenn dann so eine, ich komme jetzt mal zum Thema Controlling, Planung, Finanzplanung, und damit auch die steuerliche Planung, die ich dann als Rücklagen ja beiseite lege, frühzeitig zurückkommen darf, wäre jetzt meine Frage an dich. Es gibt am Markt ja fertige Tools, Software-Tools, oder es gibt einfach nur den Papierausdruck, den man jetzt vom Steuerberater bekommt. Da gibt es Excel, bestimmte Hilfen noch. Was würdest du dann empfehlen? Was ist so das Grundwissen oder die Grundausrüstung, die ein Unternehmer dann auch braucht, um wirklich planen zu können? Kommt da um Excel drumherum oder ist das immer noch das Beste, was er nutzen kann? Nun, der Unternehmer selber am Ende wird auf Excel angewiesen sein. Wir zum Beispiel bei uns im Hause sagen ja, der Erfolg eines guten Rechnungswesens ist geschlossenes System. Wir arbeiten da mit DATEV zusammen. Das heißt, wir planen in DATEV, wir haben den Plan-Ist-Abgleich, wir buchen in DATEV, wir erstellen die Steuererklärungen und die Jahresabschlüsse in DATEV. Das heißt, das ist ein geschlossenes System, das mir dann eben auch erlaubt, vom Fotografieren des Beleges mit dem Handy durchgängig das im Rechnungswesen darzustellen, daraus einen Zahlungsvorschlag zu generieren, die Zahlung auszuführen, die Bank gegenzubuchen, bis hin in der Bilanzbesprechung auf eine Bilanzposition oder G&V-Position klicken zu können und zu sagen, was ist denn das, und so wieder zurückzuklicken bis auf den Beleg. Das ist natürlich ein sehr, sehr mächtiges System, inklusive Bilanzplanung, Plan-Ist-Abgleich, G&V-Planung, Plan-Ist-Abgleich. Also sowohl steuerlich als auch die betriebswirtschaftlichen Tools. Sehr, sehr aufwendig, aber natürlich aus unserer Sicht die mit Abstand beste Lösung. Ergänzt dann zum Beispiel so ein Controlling-Report. Da habe ich eine Schnittstelle zu Excel, gebe das in Excel aus, damit ich es einfach optisch noch ein bisschen aufbereiten kann und ergänzende Berechnungen machen kann. Diese Geschichte Monte Carlo Simulation findet auch nur im Excel statt. Für den Unternehmer selber bin ich wahrscheinlich nicht der kompetente Ansprechpartner bei der Auswahl des Programms, denn ich glaube kaum, dass es Programme gibt, die an dieses mächtige Tool DATEV heranreichen in all diesen Ausprägungen bis zur integrierten Planung. Und wir würden mit nichts anderem arbeiten, weil wir natürlich, wenn man mal Mercedes gefahren ist, dann will man schlichtweg nicht mehr aufs Dreirad sitzen. Natürlich Preisfrage, aber ein Steuerberater hat diese Tools zur Verfügung in aller Regel und hat die Software auch da. Es ist mehr der professionelle Umgang damit, der, glaube ich, über das Ergebnis entscheidet, als das Programm selber. Wenn jemand jetzt selber planen will, ist sicherlich Excel der Einstieg. Aber wir beschäftigen uns natürlich auch nicht so viel mit anderen Planungsprogrammen, weil wir einfach sagen, die Komplettintegration und diese Effizienz, einen Beleg einmal zu erfassen und ihn dann für alle Richtungen zu nutzen, führt bei uns an DATEV eigentlich keinen Weg vorbei. Und wenn ich jetzt Unternehmer, Gründer bin, ich mache meine eigene Planung oder ich habe einen Unternehmensberater, mache dann eine 3 oder 5 Jahre Vorausplanung, wie erfolgt dann die Kombination oder das Auswerten oder Integration in eurem System? Die wird dann von uns eingelesen in DATEV, entweder eingelesen oder eben händisch übernommen. Aber so ist die dann einmal hinterlegt und permanent laufen die Ist-Zahlen da dagegen, um eben immer schnell diesen das Auswertungstool zu haben. Es gibt auch Modelle, da kann man dann zum Beispiel hingehen und sagen, okay, es gibt eine sehr, sehr gute, fertige Excel-Planung und ich kann die Auswertungen monatlich dann auslesen, eben nicht in Papier oder in PDF-Form, sondern tatsächlich als CSV-Datei und kann die gegen einspielen in die Excel, die dann diesen Plan-Ist-Abgleich macht. Aber in aller Regel ist es eigentlich relativ einfach, in dieser DATEV-Welt die Dinge zusammenzuführen, weil die Planzahl, sage ich mal, setzt sich vielleicht aus Mengengröße mal Preis irgendwo zusammen, aber sie ist am Ende verdichtet und bringt mir eine Umsatz- oder eine Wareneinsatz- oder eine Personalkostenzahl.
der stehen in Wirklichkeit ja ganz, ganz viele Buchungen gegenüber. Jede einzelne Lohnauszahlung auf der Bank als Verbindlichkeit einzustellen, aufzulösen, diese große Datenmenge dem gegenüberzustellen, empfiehlt sich daher von uns, von Blick des Rechnungswesens, diese Vielzahl an Einzelbuchungen verdichtet dem gegenüberzustellen und deshalb die Planzahl zu hinterlegen im System und diese vielen Einzelbuchungen dann summiert gegenlaufen zu lassen. Glaube ich, ist der effizientere Weg. Jetzt geht ja der Weg, also in den Unternehmen, wo wir jetzt drin sind, gerade die auch viel im Internet unterwegs sind und also nicht nur rein E-Commerce betreiben, sondern auch online ihre Kundenbeziehungen anbahnen, Funnels haben, Klickraten haben, Quoten haben, geht ja der Weg im Controlling nicht nur bei den monatlichen Auswertungen, sondern tatsächlich ja schon bis auf die Woche und den Tag runter, dass sie am Ende des Tages schon die Anzahl der Konversionen messen, den Traffic messen, dass sie beispielsweise Aktivitätskennzahlen, KPIs messen. Ist da bei Dativ auch schon was, wo das schon in diese Aktivitätskennzahlen messen, Messungen und Abweichung geht oder ist tatsächlich das tatsächlich Schnittstelle, Monatsabschluss und Ergebniszahlen? Also diese zusätzlichen Kennzahlen zu erfassen, müsste man, also soweit ich weiß, hat da Dativ zumindest bisher noch, die haben eher so klassische althergebrachte, sage ich jetzt mal, Kennzahlen, die ich da mit in der Buchhaltung führe. Das ist tatsächlich so ein Fall, um den dann mit Excel mitzuführen und dann meine Umsatz- oder Rohertragskurve den Kurven gegenüberzustellen und Parallelitäten festzustellen, da ist sicherlich Excel dann der richtige Parameter. Einerseits aus dem Überwachungsprogramm der Medien und auf der anderen Seite der Buchhaltung. Weil das ist ja tatsächlich, was ich jetzt ich selbst auch als Unternehmer dann auch tatsächlich mir wünschen würde, ist, dass einmal eine ganz zeitaktuelle Auswertung, einen Monatsabschluss, die Ergebniszahlenanalyse fertig ist und gleich ein Abgleich gestellt wird zu den Planzahlen. Und dann kommt ja noch der große Bereich des elektronischen Marketings, des Performance-Marketing, zu gucken, habe ich mit den Planzahlen, die ich mir gemacht habe, im Ergebnis tatsächlich die Quoten und auch die Marketingplanziele erreicht. So etwas ist ja meistens immer noch eine individuelle Einzellösung, wo ja das gesamtunternehmerische Bild noch nicht in einer Software abgebildet wird. Ja. Also das wäre tatsächlich der Königsweg, wirklich da die Verbindung noch zu schaffen, in einem Tool zu sagen, meine tatsächliche Umsatzentwicklung stelle ich den Klickzahlen, den Funnels, den gefundenen, den Aktivitäten im elektronischen Bereich gegenüber, um da wirklich zumindest mal Parallelitäten und später vielleicht auch Kausalitäten feststellen zu können. Das wär dann natürlich das Absolute, aber da bin ich auch ganz ehrlich, da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir das in Dativ irgendwo integriert, im Dativ-System integriert hätten, aber das wäre dann tatsächlich die Zusammenführung, Plan ist, aus dem Rechnungswesen plus diese Daten aus dem Marketing. Das wäre dann so die Königsauswertung schlussendlich. Ja, vielleicht gibt es in den nächsten 3 bis 5 Jahren da auch Produktlösungen. Bestimmt. Ist auf jeden Fall ein großer Bedarf. Dann habe ich noch eine Frage an dich, an das Steuerrecht generell so in Deutschland. Also wir haben ja in Deutschland so ein recht komplexes Steuersystem und ich sage mal, für euren Berufsstand ist das jetzt nicht gerade schädlich, wenn das komplexer wird und der Beratungsbedarf steigt. Wie siehst du dann in der gerade aus politischer Sicht dort die Entwicklung? Wird es da im Zuge jetzt der europäischen Gesetzgebung und auch der Versuche, das anzupassen, wie es bei der, glaube ich, der Rechtsform schon teilweise der Fall ist, wird es da Angleichung und Vereinfachung geben oder wird es eher komplexer? Also 2 Dinge. Zum einen, dass es für unseren Berufsstand gut ist, da bin ich sehr, sehr kritisch, wenn es immer komplexer wird, denn ein Produkt zu verkaufen, das keiner mehr versteht, macht verständlicherweise sehr, sehr wenig Spaß. Insofern ist auch unser Berufsstand derjenige, der treibt zur Steuervereinfachung. Denn dass ich sehr viel Arbeit im Steuerbüro verursache, das natürlich hohe Kosten bringt, da ist kein Unternehmer davon begeistert. Und wenn ich dann meinem Mandant erklären muss, ich würde es auch lieber einfacher machen, aber es geht nicht einfacher, weil ich die Vorschriften habe, weil ich unterschiedliche Besteuerungstatbestände, Verbringungstatbestände, Umsatzsteuer, wir haben einen enormen Komplexitätsgrad. Ja. Und den, sage ich mal, den Mandanten verständlich zu machen, da sind wir nicht immer glücklich drüber, dass es immer komplexer wird. Das zum einen. Zum anderen Richtung Europa. Nun, wir haben jetzt zumindest in Reihen der CDU, ihren Parteivorsitzenden, der das schon mal auf den Bierdeckel verbannen wollte,
die Bestrebungen zur Steuervereinfachung werden immer proklamiert. Ich habe noch wenig gesehen, die durchgesetzt werden. Insofern bin ich da sehr skeptisch, was da tatsächlich passiert. Denn selbst wenn eine politische Willensbildung da wäre, das zu vereinfachen, dann gibt es dann wieder einzelne Interessenverbände, die sagen, ja, ihr dürft überall vereinfachen, aber natürlich nicht da, wo es unserer Klientel schadet. Insofern hat Steuerrecht eine Eigendynamik, komplex zu bleiben. Ich bin da eher skeptisch, dass es zur großen Vereinfachung kommt, wenn wir es uns auch wünschen würden. Denn wie gesagt, mal zu sagen, lieber Unternehmer, wir können jetzt deine Steuererklärung und deine Buchhaltung in der halben Zeit machen. Zum einen hätten wir zufriedenere Kunden und es ist genug Arbeit da und wir würden uns lieber mit anderen Dingen beschäftigen, als diesem immer komplexeren Bereich gerecht zu werden und Dinge für unsere Kunden zu erledigen, die eigentlich niemand erledigt haben will, aber die erledigt werden müssen aufgrund der Komplexität des Steuerrechts, dass sich die Dinge da so auseinanderdröseln muss, um eine zutreffende Steuererklärung erstellen zu können. Von dem her bin ich da immer skeptisch. Es wird immer proklamiert, dass es einfacher wird. Ich habe wenige Stellen gesehen, wo es tatsächlich so ist. Jetzt ist ja schon für viele auch die Frage auch der Preis- oder Honorargestaltung auch schon Thema oder unübersichtlich. Und da seid ihr auch vom gesetzlichen Rahmen ja auch in gewisser Art und Weise auch gebunden, eingegrenzt. Also ihr dürft da nicht so Pauschalpreise machen oder was ausdenken. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt als Neukunde zu euch kommen würde? Was sind da so die Rahmenbedingungen, in denen ihr als Steuerberater dann überhaupt ein Honorarangebot erteilen dürft? Also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit einer Honorarvereinbarung, die auch abweicht von der Gebührenordnung. Wir sind da in manchen Dingen großer Freund davon, denn das Gebührenrecht der Steuerberater ist natürlich genauso wenig dynamisch oder viel weniger dynamisch wie die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung. Ich sage immer, die Gebührenordnung, die sich beispielsweise in der Tabelle C am Umsatz orientiert für die Berechnung der Buchführung, es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob ich einen Mathematiker habe, der ein Gutachten erstellt und im Monat Januar 2022 eine Rechnung über 100.000 Euro erstellt. Da habe ich buchhalterisch einen anderen Aufwand, wie wenn jemand einen Internetshop hat und 100.000 Teile a 1 Euro verkauft. Ja. Die machen beide 100.000 Euro Umsatz, unbestritten. Der Buchhaltungsaufwand ist ein völlig anderer. Allein die Schnittstelle zu programmieren für diesen Internetshop, habe ich halt einen wesentlich größeren Aufwand. Und insofern trifft das oft nicht. Deshalb versuchen wir immer dann, ausschließlich im Bereich der Buchhaltung, weil da halten wir es, also der Finanzbuchhaltung, um das exakt zu sagen, mit der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung, mit dem Mandanten eine Honorarvereinbarung zu treffen, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass wir sagen, wenn ich nach Zeit abrechne und nicht über eine Pauschale, dann überlegt sich der Kunde immer, oh, wenn ich jetzt im Steuerberater anrufe und den was frage, dann kostet es Geld. Deshalb machen wir grundsätzlich oder versuchen wir, Pauschalvereinbarungen zu treffen über einen Probezeitraum von 3 bis 4 Monaten, uns dann zu unterhalten, weil wir wollen unsere Mandanten dicht an uns dran haben und diesen Informationsaustausch früh haben. Denn wenn der sagt, wenn ich jetzt im Steuerberater anrufe und es kostet extra Geld, dann tue ich es lieber nicht, jetzt mache ich mal so, wie ich denke. Und wir müssen es dann nachher reparieren, kostet es viel mehr Aufwand, wie wenn er früh fragt. Deshalb sind wir seit 66 Jahren großer Fan dieser Pauschale und des intensiven Austausches mit dem Mandant, damit er eben nicht das Gefühl hat, wenn ich beim Steuerberater anrufe, dann kostet es Geld. Was wir natürlich auch nicht in die Pauschalen mit einbinden können, ist, wenn ein Existenzgründer kommt und nach 3 Monaten sagt er, das läuft alles so wunderbar. Nebendran ist ein Pflegeheim, das möchte ich jetzt gern für 12 Millionen kaufen. Die Beratung kann dann nicht in der Pauschale mit drin sein. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Aber das, was im Rahmen des Normalen abgedeckt ist, versuchen wir über diese Pauschalen abzudecken. Und wo wir einfach in der Digitalisierung natürlich enorme Vorteile sehen, ist, dass wir tatsächlich versuchen, digital Belege abzugreifen, an einem möglichst frühen Zeitpunkt. Und auch schon die Bezahlung, die zur Sollstellung, auf der Aktivseite nach der Rechnungserstellung, die Debitorenverwaltung, das Debitorenmanagement inklusive Mahnwesen immer mit einer einmaligen Erfassung des Belegs abzudecken. Und dadurch natürlich viel Synergien heben können, was früher einfach nicht möglich war. Die Mahnungen übers Steuerbüro zu machen, geht nicht, wenn ich einmal im Monat einen Ordner mit Rechnungen und Kontoauszüge abgebe. Wenn aber mein Steuerberater täglich, wöchentlich bucht,
Dann kann ich eben auch, wenn ich vereinbare, freitags wird gemahnt, dann wird freitags aufgebucht und dann kann ich auch das Mahnwesen per Knopfdruck, weil ich alle Daten sowieso in der Finanzbuchhaltung vorhalten muss, darüber realisieren. Also da enorme Synergien, die zu heben sind. Das heißt, es gibt tatsächlich dann die Möglichkeit, ja auch von der Gebührentabelle auch abzuweichen. Ja. Was sind dann da die Voraussetzungen, dass das möglich ist oder gibt es da? Das ist eine Honorarvereinbarung, die man dann treffen kann, insbesondere weil eben die Vergütungsverordnung diese neuen Modelle noch gar nicht kennt. Und wenn ich natürlich Dinge tue, die nicht unter dem Vorbehalt, das ist ja keine Vorbehaltsaufgabe, Mahnungen erstellen, Zahlungsverkehr machen, dann bin ich außerhalb der Gebührenordnung und da bin ich im frei vereinbaren Honorar. Und da kann ich eben nutzen, diesen hohen Digitalisierungsstand und die Verknüpfung des Rechnungswesens, wie es eigentlich klassisch sein sollte, wie es aber früher in der analogen Welt gar nicht möglich war. Heutzutage haben wir viele unserer Mandanten, die tatsächlich gar nicht mehr selber den Zahlungsverkehr realisieren, sondern den über uns, über die Finanzbuchhaltung realisieren lassen, weil dort liegen alle Daten vor. Eine konsequente Vermeidung von Doppelarbeiten führt am Ende immer zur Kostenersparnis. Insbesondere eben auch deshalb, weil wenn ich diese Aufgabe delegiere, dann habe ich auch eine Redundanz automatisch. Wenn ich als Existenzgründer sage, ich brauche jemanden, der meinen Zahlungsverkehr macht, der meine Mahnungen macht, und der mein Zahlungsverkehr organisiert, wenn der ausfällt, dann brauche ich einen zweiten. Es ist jetzt aber schlecht, wenn ich einen produktiven Mitarbeiter habe und schon mal zwei Verwaltungsmitarbeiter, damit ich Redundanz habe. Ja, das wird schwierig. So rum kann ich hingehen und sagen, okay, ich gebe diesen ganzen Bereich ab und habe sichergestellt, dass ich immer die Möglichkeit habe, meine OPs zu verwalten, Zahlungsverkehr darzustellen, Mahnungen anzustoßen oder eben auch mir selber über die Liquiditätssituation klar zu werden durch die entsprechenden Auswertungen. Das bedeutet ja dann auch, also ich habe das selbst persönlich erlebt, auch zum Anfang meiner Existenzgründung vor über 20 Jahren, dass der Steuerberater gesagt hat, ja, ich muss mich an diese Honorargebührentabelle halten, dann ist es eher eine Schutzbehauptung, aber nicht die Wahrheit, oder? Bei den Vorbehaltsaufgaben muss er sich an die Gebührenordnung halten. Das ist so. Aber tatsächlich diese neuen Betätigungsfelder im Rechnungswesen, wo ich die Dinge zueinander bringe, also auch der Controlling-Report, dieses Planen nach vorne, der Plan ist abgleich, all das sind keine Vorbehaltsaufgaben. Vorbehaltsaufgaben sind rein die Lohnsteueranmeldung, die Umsatzsteuervoranmeldung, das sind Vorbehaltsaufgaben. Jahresabschlusserstellung ohne Zulassung als Steuerberater darf ich nicht mitwirken bei der Jahresabschlusserstellung, wenn ich nicht qualifiziert bin. Die Anwälte dürfen es noch. Ja. Aber nochmal, was dem Berufsstand vorbehalten ist, da ist der Steuerberater auch an die Gebührenordnung gebunden. Das ist vollkommen richtig. Also für die Jahresabschlusserstellung gilt die Gebührenordnung. Das ist so. Jetzt ist ja häufig auch so, also wir erleben das, wenn unser Gründer dann oder Unternehmer in die Spur geschickt werden, sich Angebote reinzuholen von Steuerberatern, dann kriegen die meistens so monatliche Pauschale 150 Euro. Und da ist dann, stellt sich dann irgendwie am Jahresende oder nach dem ersten Wirtschaftsjahr raus, da war ja nur die monatliche Finanzbuchhaltung drin und die Umsatzsteuervoranmeldung. Und dann kommen ja noch mehrere Posten dazu. Was ist denn deiner Meinung, was sollte sich dann ein Gründer oder Unternehmer alles als Angebot geben lassen? Also Jahresabschluss und also so weiter. Also wir haben grundsätzlich in unserem Angebotswesen genau diese Bestandteile. Was kostet die Lohnabrechnung? Die wird in aller Regel pro Stück abgerechnet. Ja. Was kostet die Finanzbuchhaltung? Was kostet der Jahresabschluss? Und was kostet die Stunde betriebswirtschaftliche Beratung? Beziehungsweise welchen Umfang halten wir für sinnvoll? Planungserstellung oder Planungsübernahme, wenn ein Unternehmensberater dabei ist, der schon eine Planung hat. Dann enthalten unsere Angebote dann immer den Preis, der eben alles umfasst. Und das ist eben auch wichtig, weil ja, was nicht pauschalierbar sind oder nicht im Angebot mit erfassbar sind, sind eben Sondertatbestände, die dazukommen. Aber fürs normale Geschäft inklusive einer geschätzten Umsatz- und Bilanzsumme, die dann wieder über die Gebührentabelle keine Überraschungen offen lässt, nicht unbedingt ein Festpreis, aber ein konkretes Angebot zu sagen, okay, wir erstellen Jahresabschluss für 28 Zehntel. Ja. Dann muss ich in die Gebührentabelle eben noch reingucken, aber dann habe ich ein umfassendes Angebot und das ist sicherlich wichtig, sich das geben zu lassen und nicht zu sagen, naja, die Buchhaltung ist recht günstig, aber dann kommen da irgendwo ein paar tausend Euro noch für die Jahresabschlusserstellung dazu. Die kommen wahrscheinlich dazu, aber ich kann dann zumindest damit rechnen und habe Transparenz. Und kann früher frühzeitig auch Rücklagen oder Rückstellungen dann auch
Willen, weil häufig ist ja so, dann beim Jahresabschluss steckt ja immer noch die Gewerbesteuererklärung mit drin, dann die Umsatzsteuer, die abschließende Meldung, dann bei einer Kapitalgesellschaft kommt die Körperschaftssteuer noch dazu, dann gibt es ja noch den Bundesanzeiger, die E-Bilanzerstellung, Transparenzregisters, also das gibt ja einen richtigen Rattenschwanz noch an. Das gehört aber unserer Auffassung nach natürlich in eine ordnungsgemäße monatliche Finanzbuchhaltung, dass eine Rückstellung für diese Dinge drin ist. Denn sonst ist schon, da sind wir wieder am Ausgangspunkt, dann ist halt schon meine BWA nichts wert. Wenn ich da keine Lagerbewegungen, keine Abschreibungen und keine Rückstellungen drin habe. Ja, dann habe ich eine Einnahmeüberschussrechnung. Will ich ja aber nicht, sondern ich will ja einen Plan-Ist-Vergleich. Ich will gucken, tatsächlich, wie entwickelt sich mein Betrieb betriebswirtschaftlich und nicht zufällig, weil ich gerade was bezahlt habe oder noch nicht bezahlt habe, was aber mit dem Verursachungsprinzip überhaupt nichts zu tun hat. Das ist natürlich dann auch die qualifizierte Buchhaltung, das Rechnungswesen in all seinen Ausprägungen. Du hast mir dann, Marc, ja in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du ursprünglich gar kein Steuerberater werden wolltest, das jetzt aber doch geworden bist. Was war da so dein Weg, deine Motive, was hat dich da motiviert, diesen Weg doch zu gehen? Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mein Abitur auf dem Technischen Gymnasium gemacht und war festen Willens, Biochemie zu studieren, weil die Chemie immer meine Leidenschaft war. Und dann wollte ich aber, damals gab es noch die allgemeine Wehrpflicht, der wollte ich mich aber nicht direkt stellen, wollte nicht zur Bundeswehr. Und dann gab es die Möglichkeit, sich zurückstellen zu lassen, wenn man eine Lehre macht oder ein duales Studium. Und so bin ich dann an der dualen Hochschule, damals noch Berufsakademie, Villingen-Schwenningen gelandet und habe dann dort zunächst mal mein BWL-Studium absolviert, war zum Ende des Studiums eigentlich immer noch motiviert, Biochemie zu studieren, hatte sogar schon eine Zusage für einen Studienplatz. Aber dann kam der Professor Dr. Ulrich Sommer zu mir und sagte, Mensch, Zentner, tolle Diplomarbeit, daraus könnte man eine Vorlesung machen. Und somit hatte ich die Chance, vom Student direkt zum Dozent zu wechseln. Das heißt, meine Kommilitonen, die die eine oder andere Prüfung nicht bestanden hatten, saßen auf einmal vor mir. Und ich durfte als Dozent vor den meinen ehemaligen Kommilitonen stehen. Das war dann schon eine Herausforderung, das habe ich sehr gerne angenommen und habe gesagt, okay, dann kann ich auch im darauffolgenden Wintersemester erst mit dem Biochemiestudium beginnen. Und habe dann aber das auch nicht getan, bin als Dozent an der Berufsakademie, später dualen Hochschule, an der ich bis heute tätig bin, quasi hängen geblieben und habe dann so im Steuerrecht weitergemacht, habe dann meinen Steuerberater gemacht, den Fachberater, eben Controlling Finanzwirtschaft, Unternehmensnachfolge. Zuletzt jetzt noch, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, den CVA-Kurs belegt, um da auch nochmal sich vertiefend und so in der BWL hängen geblieben. Aber sehr gerne. Jetzt bist du ja auch nicht mehr als, schon lange nicht als Freelancer aufgestellt, sondern hast ja ein Unternehmen gegründet, auch mit mehreren Niederlassungen. Ich glaube auch bald in der Schweiz, oder? Ja, da sind wir gerade am Sprung, jawohl. Ja. Und was ist dann so, wenn ich als Unternehmensberater dich fragen würde, was ist dann so eure Vision, eure Mission? Was treibt euch dort an? Geht es nur darum, pünktlich und viel dem Staat an Steuern zu ermöglichen oder mehr den Kunden sicherlich im Mittelpunkt zu stehen? Also was, oder ist sogar ein pädagogischer Anteil, den Unternehmer auch mit auszubilden? Was sind da eure Werte? Nein, ganz, ganz klar, die Ausrichtung an der betriebswirtschaftlichen Vernunft und dann die Steuern zu optimieren, wie vorhin schon gesagt, das ist die, war schon immer die Mission auch meines Vaters, der, wie gesagt, Diplom-Volkswirt war und gesagt hat, wir müssen vernünftige Entscheidungen, müssen unsere Mandanten begleiten, müssen für die da sein, müssen ihnen in schwierigen Situationen beistehen, seien das Nachfolgethemen, da ist ja ganz, ganz vieles um die Steuer drumherum. Natürlich immer spielt die Steuer einen gewissen Einfluss drauf, den müssen wir im Auge behalten, abwägen können, aber wir sehen uns in erster Linie in der Betreuung unserer Mandanten, das ist unsere Aufgabe, dass wir natürlich auch bei einer Generationennachfolge steuerliche Optimierungen vornehmen. Die darf aber wiederum genauso wenig im Fokus stehen wie bei einer ganz normalen Investition. Ich muss schauen, dass ich einen geeigneten Nachfolger finde. Und wenn es steuerlich günstiger ist, wenn es die Tochter macht, aber der Sohn geeigneter ist,
dann kann ich nicht, weil es steuerlich besser ist, auf die Tochter draufdrängen, dass es die Tochter übernimmt. Ja, ich muss auch hier wieder genau in den Tätigkeitsgebiet der Nachfolgeberatung für meinen Mandant da sein, betriebswirtschaftlich sinnvolle Dinge tun und sie steuerlich vertretbar machen, niemals andersrum. Ich habe einen guten Freund hier auch in Berlin, der auch Steuerberater, auch Wirtschaftsprüfer ist, und er sagt immer, aus seiner Erfahrung gibt es den einen Steuerberater, der macht alles richtig, Konformität, also dem Finanzamt entsprechend zuarbeitend, und dann gibt es andere Steuerberater, die eher beraten, strategisch, konzeptionell die Zukunft auch steuerlich mitgestalten, und er meint, selten kommt beides zusammen. Ist das so richtig oder was sind da so deine Erfahrungen? Nun, da gibt uns ja das Berufsrecht auch ein ganz klares Bild. Wir sind Partei, wir sind für unseren Mandant da, wir schützen unseren Mandant vor dem Fiskus. Ja. Eine Steuererhebung ist nichts anderes als ein Verstoß des Staates gegen das von ihm selber postulierte Eigentumsrecht, das ein ganz hohes Recht ist und das zu schützen ist. Und vor einem ungerechtfertigten Zugriff des Staates aufs Eigentum des Unternehmers muss ich ihn, dazu bin ich da, das ist die Aufgabe des Steuerberaters, den Mandanten zu schützen vor einem unberechtigten Eigentumseingriff. Punkt. Ich habe es nicht so zu machen, wie es Finanzamt das gerne hätte. Keinesfalls. Das ist die andere Partei. Und damit der Unternehmer dieser anderen Partei, dem Finanzamt, nicht hilflos ausgeliefert ist, gibt es den steuerberatenden Beruf. Dass es vielleicht Kollegen gibt, die sagen, ich komme aber eleganter durch, wenn ich das so mache, wie es Finanzamt gerne hätte. Das mag deren Berufsauffassung sein, die habe ich nicht zu beurteilen. Ich sehe es aus der Aufgabenstellung heraus, wir sind in Anführungszeichen die Beschützer der Mandanten vor dem unberechtigten Zugriff ins Eigentumsrecht durchs Finanzamt. Ganz klare Positionierung. Und da wird der Staat jetzt gerade in oder nach der Corona-Krise natürlich viele Möglichkeiten nutzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da interne Dienstanweisungen schon geschrieben und verteilt sind, so viel wie möglich noch zu suchen, zu prüfen und lieber auch ein bisschen mehr vielleicht in Steuern in Rechnung zu stellen oder Bescheide zu erlassen, als vielleicht das noch vor 5 oder 10 Jahren waren. Denn die Kassen, glaube ich, werden jetzt leerer. Zum einen werden die Kassen leerer, zum anderen immer dann, wenn alle nach Steuererleichterung schreien. Ich erinnere mich noch gut an diese Bundestagswahl, als vor der Bundestagswahl die eine politische Richtung gerufen hat, wir erhöhen die Umsatzsteuer um 1% und die andere um 2%. Was kam dabei raus? Komischerweise haben wir heute 19% Umsatzsteuer und es waren 16. Also ich bin da immer sehr, sehr misstrauisch und jetzt hört man wieder, ja, und dann wir holen das, was wir da an Corona-Gelder in die Wirtschaft geben, dann wieder über die Steuern, ja, wo soll es denn sonst herkommen? Natürlich wird es dort geholt werden und wird der Versuch da sein, hier wieder die Kassen zu füllen. Da gibt es für mich gar keine andere Möglichkeit. Wir alle können hoffen, dass die Wirtschaft wächst, dass es so irgendwie finanzierbar ist, aber dass da genau hingeschaut wird bei den Dingen, sieht man ja jetzt schon bei der Überprüfung, Soforthilfe, Überbrückungshilfe 1, 2, 3, ja, hier wird nachkontrolliert, hier wird geschaut und zu Unrecht ausbezahlte Gelder vollkommen zu Recht natürlich auch zurückgefordert. Das ist so, aber eben nur die zu Recht zurückzufordernden Gelder. Und dazu gehört eben nicht nur, das sind wir wieder bei der Abbildung im Rechnungswesen, ich muss die nicht zurückzahlen, wenn ich keine Rentabilitäts-, aber eine Liquiditätslücke hatte. Ja, da habe ich halt auch mich an die Vorschriften zu halten, aber da muss ich mir als Berater eben auch die Mühe machen, alle Varianten durchzuprüfen und dann fachkundig zu prüfen, fordert der Staat Geld zu Recht zurück oder tut er es nicht. Jetzt ist es ja so, dass ihr auch eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen auch entwickelt habt. Also, du hast mir gesagt, dass ihr auch eine eigene Akademie habt, wo ihr eure eigenen Nachwuchs auch ausbildet. Was gibt es denn noch für weitere Unterschiede, Abgrenzungs- oder Alleinstellungsmerkmale, die du mit deinem Unternehmen am Markt hast? Also zum einen, mein Mitgesellschafter, der Andreas Wagner, ist ganz, ganz vorbildlich. Der treibt die Digitalisierung in einer Art und Weise voran. Das tun sicherlich viele Steuerberater, aber da glaube ich, sind wir nach wie vor noch einen Schritt voraus, weil er da einfach auch der ganz, ganz große Prozessoptimierer ist. Deshalb haben wir eben auch für viele Mandanten jetzt diesen Zahlungsverkehr bereits übernommen, weil es einfach Sinn macht, in der digitalen Welt das so hinzubekommen. Und zum anderen die bereits geschilderte Sichtweise, ich denke, das nimmt uns schon so ein bisschen aus dem Markt auch raus, dass wir sagen, wir versuchen wirtschaftlich zu begleiten. Zu meinem
eigenen Motivation da auch. Mir ist am liebsten, also meine liebste Form der Tätigkeit ist, wenn ich ein kleines Unternehmen habe oder einen Handwerksbetrieb und kann den entwickeln zum Mittelständler. Das ist schon die allergrößte Freude. Wir haben da ein paar Unternehmen, die wir so begleiten durften. Das geht dann bis hin, dass wir bei den Mandanten vierteljährlich Präsentationen machen, und zwar mit der gesamten Belegschaft, und analysieren, was haben wir geplant und wo stehen wir. Die werden dann von uns moderiert. Sicherlich was nicht jeder Steuerberater tut. Solche Dinge, die einfach über den Tellerrand so ein bisschen hinausgehen, das treibt uns an, das tun wir gerne, und so sehen wir uns aufgestellt, und so ist unsere Zielrichtung. Nicht das Ausfüllen von Steuererklärungen, das muss auch sein, aber unser Fokus, unsere Triebfeder, das, was uns vorantreibt, ist die Rationalisierung, die Digitalisierung und dann darauf aufbauen, betriebswirtschaftlich vernünftige Dinge voranzutreiben. Da du jetzt gerade das angesprochen hast, was euch als Firma antreibt, motiviert, was sind dann deine persönlichen Motive, Werte, weshalb du sagst, erst deshalb stehe ich heute noch auf und gehe zur Arbeit. Ich glaube, du müsstest es ja nicht mehr unbedingt tun, aber trotzdem bist du ja noch voll im Saft, reist durch ganz Deutschland, planst neue Niederlassungen auch im Ausland. Ja. Was sind denn dann deine Antriebsmotive, Werte? Obwohl ich eigentlich ja Biochemiker werden wollte, liebe ich heutzutage meinen Beruf. Genau, Unternehmen dabei zu begleiten, wie sie sich verändern, wie sie sich verbessern, wie ich Dinge optimieren kann, auch wie ich eine ganze Belegschaft mit bei meinem Mandant mitnehmen kann, die informieren kann. Eben diese Plan-ist-Geschichten, diese Entwicklung, gemeinsam Planungen zu erstellen, nicht dem Vertriebsleiter zu sagen, du musst das nächstes Jahr 2 Millionen Umsatz machen, sondern dieses Miteinander, Dinge nach vorne zu bringen und zu entwickeln, dafür stehe ich jeden Tag furchtbar gerne auf. Das bringt. Und auch, ja, die immer wieder neuen Aspekte. Dinge in meinem Studium, diese Monte-Carlo-Simulation zum Beispiel, die habe ich im Studium noch gehört, das leistet sich Siemens und Daimler, sonst kann es sich niemand leisten. Klar, weil damals die Rechenkapazitäten unvorstellbar waren, 1 Million Bilanzen simulationshalber durchzurechnen. Ja. Heute macht es ein normaler Laptop in 2,5 bis 3 Minuten. Ja. Diese Möglichkeiten immer wieder zu entdecken und zu sagen, wow, da gibt es was, was jetzt möglich ist, was früher nicht möglich war, das treibt mich immer wieder an. Ja. Jetzt hast du auch das Thema Digitalisierung, Automatisierung angesprochen. Da gibt es ja auch am Markt doch eine rasante Entwicklung, gerade von Fintech-Unternehmen, die jetzt nicht nur jetzt wie bei zum Beispiel LexOffice oder Lexware, die sind ja auch den Schritt gegangen, online dann auch Zugänge für die eigene Buchhaltung zu bieten. Jetzt gibt es ja schon die moderneren Systeme, die dann auch künstliche Intelligenz einsetzen, Buchhaltungsbutler zum Beispiel, wo man die Belege schickt und dann fängt das System an zu lernen, automatisch zu kontieren. Und wo siehst du dann so den Beruf des Buchhalters oder überhaupt diese Arbeit des Kontierens? Du hast ja mehrere Buchhalter bei dir im Team. Wie siehst du das, wo in 5 oder 10 Jahren die Technologie da sein wird? Wird es dann noch Buchhalter überhaupt geben und nur noch Steuerberater, die die Abschluss- und strategische Gestaltung und Planung machen? Oder wo wird es denn gehen? Da wird es weiter dahin gehen. Also wir haben bereits vor, ich glaube, 18 Jahren ein Projekt gestartet. Wo wollen auch unsere Angestellten sein? Wo kommen wir hin? Ich fand es sehr treffend. Ein Mitarbeiter hat damals gesagt, der Buchhalter von gestern ist der Rührer in Datentöpfen von morgen. Und genau das wird sich auch mit dem Einzug der KI in der Buchhaltung nicht ändern, sondern der Buchhalter wird es immer geben. Der wird aber eine ganz andere Arbeit machen, eine ganz andere qualifiziertere Arbeit, weil er tatsächlich eben dieser Rühren, diese Schnittstelle zwischen den einzelnen Datentöpfen, die intelligent zu verknüpfen und dann zu überwachen, wenn die KI irgendwo an Grenzen gerät, weil es außergewöhnliche Dinge gibt und dann das System wieder neu lernen muss. Da wird es immer wieder zu diesen Punkten kommen. Es wird viel, viel weniger Buchhalter geben, ganz, ganz sicher, weil die Menge des Verkraftbaren pro Buchhalter, sage ich jetzt mal, an Buchungssätzen, das geht in sehr, sehr große Höhen. Aber es wird immer noch jemand geben, der die Situation beurteilen muss. Die KI wird das, zumindest auf absehbare Zeit, meiner Meinung nach nicht komplett ablösen. Aber sie wird natürlich dafür sorgen, dass die Arbeit von 10 Buchhaltern von einem gemacht werden. Ja. Das wird ganz sicherlich kommen, da arbeiten auch alle dran. Aber es wird ein Rest verbleiben, der, und je höher qualifizierte Tätigkeit ist, ganz klar, und je kreativ. Ich muss ja auch mal auf die Idee eben kommen, Dinge auch weiterzuentwickeln und kreativ tätig zu sein und mir zu überlegen, welche Daten lasse ich noch mit einfließen. Wir hatten es vorhin davon, die Messung, Marketingdaten, wie verknüpfe ich die? Ja, sowas liefert mir auf diese Idee. Ursprünglich kommt keine KI.
Ja. Sondern da muss ich dann neue Wege finden, wie verknüpfe ich das klassische Rechnungswesen mit zusätzlichen Informationen, um dann, ja, ich sage jetzt mal Richtung Balance Scorecard zu kommen, weg von der reinen BWA, wie man sie kennt, rein zahlenorientiert, sondern die verschiedenen Perspektiven zu integrieren. Das wird die Aufgabe des Buchhalters sein. Man wird viel, viel weniger brauchen. Wir von der CETAX versuchen, so groß zu werden, dass unsere Mannschaft dann so viel mehr Mandanten bedienen kann, weil wir durch die KI in der Lage sind, das zu tun. Das ist ja, wenn ich es jetzt richtig auch gehört habe, der Beruf, ich will sagen, Buchhalter stirbt vielleicht jetzt nicht aus, aber so die Nachfrage, dass sich immer neue Azubis dort melden, ist eher gering, wenn ich das jetzt richtig... Ja, der Beruf Steuerfachangestellte oder Steuerfachangestellter klingt jetzt nicht gerade übertrieben sexy. Also das ist nun mal so, mit dem Image kämpfen wir schon lange. Und deshalb haben wir eben versucht, einen attraktiven Ausbildungsberuf bei uns im ländlichen Raum zu schaffen, indem wir die CETAX-Akademie dahingestellt haben und gesagt, okay, wir gehen da mal einen anderen Ansatz. Wobei der gar nicht so neu ist, jede größere mechanische Fertigung hat eine Lehrwerkstatt. Und so ist eben auch die CETAX-Akademie. Das heißt, dort werden einfache Fälle von den jungen Leuten ziemlich selbstverantwortlich bearbeitet und nur von uns beaufsichtigt, damit die einfach von Anfang an die Chance haben, den Sinn zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen, am Fall tatsächlich zu arbeiten und nicht in der Ausbildung jetzt erstmal 4 Wochen Kaffee zu kochen, 4 Wochen eine Mercedes S-Klasse zu reinigen und 4 Wochen zur Push zu gehen und irgendwelche Briefe abzugeben, sondern von Anfang an integriert zu sein in diese Prozesse, auch mit ein bisschen Zeit versehen, Dinge mal reinzuschnuppern und Dinge anzugucken, die eben nicht jeden Tag im Steuerbüro vorkommen. Das ist das Ziel der CETAX-Akademie. Das hört sich ja so ein bisschen an, als wenn auch eine berufsändernde Weiterentwicklung auch erforderlich wird. Also wenn ich jetzt beim Mechaniker mal sehe, beim Automechaniker, da heißt jetzt Mechatroniker. Ja, und so kann ich mir gut vorstellen, dass der Buchhalter in Zukunft sich auch weiterentwickelt, Schnittstellen vielleicht dann auch zu verwalten, einzurichten, gerade bei den E-Commerce-Unternehmen, die ja dann viel über Marktplätze oder über eigene Webshops arbeiten. Absolut, absolut. Dieser Ärmelschoner-Buchhalter mit dem Bleistift, den gibt es nicht mehr, sondern der entwickelt sich, wie gesagt, zum Rührer in Datentöpfen. Ja. Ich glaube, das trifft das Bild wirklich ganz gut, sondern Datenbank untereinander Abstimmer und Zusammenführung von zuarbeitender KI zum Gesamtwerk des betrieblichen Rechnungswesens unter Einbezug unterschiedlichster Datenquellen bis hin zu eben Auswertungen, die ich aus YouTube oder weiß Gott woher oder von meinem Facebook-Account ziehen kann über die Kontakte, die dann mit einzustellen in ein Steuerungssystem, das mir Auskünfte gibt, wie sind die Zusammenhänge zwischen Klicks und Umsatz oder Klicks und Kosten oder was auch immer, die diese Zusammenhänge auch in einen sinnvollen Zusammenhang stellt. Das werden die Anforderungen sein des künftigen Buchhalters. Die Schnittstelle dann auf der einen Seite zur IT, auf der anderen Seite zum Steuerrecht, Marketing, genau, Steuerrecht, alles zusammen. Und dann ist ja auch so, den Weg geht ihr jetzt auch, hast du mir erzählt und angedeutet, dass ihr dann sagt, ihr gebt jetzt nicht nur die reine Dienstleistung in Bezug jetzt auf Kontieren, Finanzbuchhaltung, Steuererklärung, Beratung, sondern auch Office-Management, Office-Dienstleistung, Verwaltungsdienstleistung, zum Beispiel im Bereich vom Forderungsmanagement. Das bietet ihr auch an. Das ist ja so eigentlich im reinen Verständnis, wie es große Unternehmen schon immer gemacht haben. Die haben gesagt, da kommt einmal der Beleg rein, der wird einmal erfasst. Und dann wird alles damit getan. Das ging ja früher klassisch eben nicht, weil das steuerliche Know-how war im Steuerbüro, das war zeitversetzt, das ging nicht über einmal. Heutzutage sind wir in der Lage, durch die Digitalisierung und durchgängiges Rechnungswesen mit allen Ausprägungen vom Ein-Mann-Betrieb bis zum, ich sag mal, mittelständischen Unternehmen, selbst in einer Größenordnung von 100 Millionen Umsatz, sind wir in der Lage, das darzustellen. Und da können wir mitwachsen und wir haben diese Durchgängigkeit, das, was der mit 100 Millionen schon immer hatte, weil er eine Buchhaltungsabteilung mit 2 Leuten hat, je nach Branche, das können wir in der gleichen Systematik im Ein-Mann-Betrieb schon abbilden. Weil der dann halt gar keine Abteilung mehr hat, sondern er verlagert zum Steuerberater das komplette Rechnungswesen. Es endet bei der Lieferscheinkontrolle, die muss er noch selber tun, aber wenn er das erledigt hat, lädt er die Rechnung hoch oder fotografiert sie oder tut was auch immer. Er gibt sie einmal in dieses Gesamtsystem rein und dort wird sie dann bezahlt, abgelegt, verbucht, bis hin eben zum Jahresabschluss verdichtet.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen in die psychologische Sichtweise, denn die meisten Menschen, also bei mir war das am Anfang auch so, wenn ich dann meinen Briefkasten aufgemacht habe und habe die Briefe rausgeholt und da war dann ein Brief vom Finanzamt, dann erzeugt sehr unwohl Gefühle bis hin zur Angst. Also viele haben ja tatsächlich in der Kommunikation mit dem Finanzamt eher Angst als Freude. Was sind denn so Tipps, wo du sagen würdest, was ein Unternehmer oder Gründer lernen oder tun sollte, um auch seine Ängste in Angriff zu bekommen? Erste Grundlage bei uns, haben alle Mandanten eine Zustellungsvollmacht für uns. Das heißt, es gibt nichts, was vom Finanzamt direkt zum Mandanten kommt, was nicht von uns geprüft ist. Das heißt, der Briefkasten zu Hause bleibt unbefleckt schon mal. Nein, nicht unbefleckt, der wird irgendwann befüllt mit einem Brief von uns. Und da steht dann drin, das Finanzamt hat eine Forderung zu Recht oder zu Unrecht. Ja. Aber was nicht passiert ist, dass am Freitagnachmittag dieser Briefkasten aufgeht, der anguckt und sagt, oh, der Steuerberater hat gesagt, ich kriege 1.000 Euro raus, jetzt kommt ein Steuerbescheid, ich muss 5.000 Euro bezahlen. Dann ist der erstmal zornig über dieses Delta von 6.000 Euro bis Montagmorgen. Da erreicht er dann uns in der Kanzlei und dann sagen wir, sie, gar kein Problem, das ist einfach falsch. So, wir machen Einspruch, es bleibt bei diesen 1.000 Erstattungen. Der hat sich aber von Freitagmittag, Samstag und Sonntag, der hat das Wochenende versaut, der hat seine Kinder gemaßregelt und seine Frau gezüchtigt, im schlimmsten Fall. Ja. Völlig unnötig. Ja. Und das sind so Momente, wo wir grundsätzlich hingehen und sagen, okay, wenn es Finanzamt was will, kommt die Post zuerst zu uns, wir prüfen die. Und wenn es dann tatsächlich so ist, dann können wir es dem Steuerpflichtigen auch erklären und können sagen, hier und da gibt es eine Abweichung oder was auch immer. Ja, aber er regt sich keinesfalls unnötig auf. Und ganz oft, das ist ja so auch die Taktik, das Finanzamt spricht ja den Pflichtigen schon allein diese Wortwahl, der Pflichtige, ganz anders an. Bei uns heißt er halt Mandant, das ist unser Verbündeter. Und da ist schon immer die Ansprache anders, selbst wenn die Inhalte gleich wären. Aber ich behaupte, wir befleißigen uns schon eines anderen Tones. Als Verbündeter des Mandanten. Insofern filtern wir auch alles weg, was dazu Unmut vorab führen könnte. Das heißt nicht, dass wenn jemand bei uns Mandant ist, dass er keinen negativen oder beschwerenden Bescheid mehr bekommt. Das können wir leider nicht garantieren, natürlich, aber es ist zumindest geprüft. Aber ja, da sind wir wieder bei diesem, der Staat begeht einen Eingriff ins Eigentumsrecht und ob er das zu Recht tut oder nicht, da sind wir dazu da, mit das zu kontrollieren. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja früher auch mal eine Zeit lang beim Finanzamt gearbeitet, in der Vollstreckungsabteilung. Und daher weiß ich, dass da, wenn auch besondere Menschen, aber auch nur Menschen arbeiten, die ihren täglichen Job machen. Jetzt gibt es ja da in Bezug auf diese Person unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, möglichst kein Kontakt mit deinem Sachbearbeiter. Und andere sagen, ja, du solltest mal vorbeigehen und ein paar Blümchen vorbeibringen, die vorstellen oder so. Was wären deine Empfehlungen? Macht es da überhaupt Sinn, den persönlichen Kontakt mal zu seinem Sachbearbeiter zu suchen? Für den Mandanten jetzt selber oder für uns Steuerberater? Für den Mandanten jetzt selbst. Also wenn er beraten ist, macht es eigentlich wenig Sinn, dort vorbeizugehen schlussendlich, weil wir bewegen uns mit Verlaub einfach mit denen auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Und insofern können wir auch beurteilen, wenn ein Finanzbeamter was sagt. Wir stehen ja mit denen durchaus in Kontakt, und aber eben auf Augenhöhe und mit der klaren Abgrenzung. Man geht höflich und freundlich miteinander um. Aber das steht auf der anderen Seite. Das ist die andere Seite wie beim im Sport. Das ist mein Gegner, deshalb muss ich ja nicht kein Foul an ihm begehen. Ja. Aber ich habe früher Handball gespielt. Wenn der kommt und will an mir vorbei und ein Tor schießen, dann muss er mit rechnen, dass es weh tut. Aber im sportlich fairen Wettkampf um die Dinge. Und so halten wir auch das das Verhältnis zum Finanzamt. Wir gehen respektvoll mit denen um, aber es ist der Gegner. So ist's. Dann habe ich noch eine Frage zu den Fristen, die dann einzuhalten sind. Also wenn ich an meine Existenzgründung damals denke, ich habe da einen Nebenerwerb gegründet und dann war meine erste Jahressteuererklärung und Meldung war vielleicht 2 Jahre später, vielleicht sogar im dritten Jahr, weil ich schon ein paar Mal Post bekommen habe. Und das hat sich bei mir total verändert. Ich versuche heute eher, wenn ich jetzt den 31.12. habe, schon nach 14 Tagen gefühlt den Jahresabschluss fertig haben, weil ich sowieso monatsabschlussorientiert arbeite. Und wenn ich 12-mal im Monat fertig habe, habe ich das Jahr mehr oder weniger auch schon im Großen und Ganzen fertig. Was ist denn so deine Empfehlung, möglichst das lange rauszuzögern mit der Erklärung oder das möglichst zeitnah zu machen, wenn eine zeitliche Periode zu Ende ist? Völlig individuell.
spalten wir auch gerne zwischen steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Wir versuchen mit der BWA Dezember sehr, sehr nah am endgültigen Ergebnis zu sein. Hm. Im Hinblick auf betriebswirtschaftlich vernünftige Dinge. Wenn ich dann sage, okay, ich habe ein gutes Ergebnis, ich könnte durchaus, wenn der Mandant in dem Bereich liegt, wo er noch einen Investitionsabzugsbetrag abziehen darf, ich agieren kann, dann mache ich soweit fertig und lasse es aber einfach liegen, weil wenn ich jetzt nicht weiß, geht beim Fotograf die Kamera kaputt oder geht sein Auto kaputt, mit dem er zum Einsatzort fährt, oder geht die Beleuchtung kaputt? Für irgendwas muss ich eine Rücklage bilden. Wenn ich dann natürlich schon weiß, die Ersatzbeschaffung findet statt im nächsten Oktober, dann kann ich es gleich damit reinschreiben, kann es gleich mit verarbeiten und kann so sinnvoll eine Steuergestaltung ausnutzen. Wenn ich sage, okay, ich habe hohe Vorauszahlungen und das Ergebnis ist schlechter, ich brauche schnell Liquidität. Also das ist wirklich vom Einzelfall abhängig. Grundsätzlich gibt es, wer steuerlich beraten ist, Fristverlängerungen bis zum 31.12. zunächst mal immer des Folgejahres. Und dann kann ich mir in der Zeit angucken, wie gesagt, mit der BWA 12 sollte ich eigentlich wissen, wo liege ich. Und der zweite Schritt ist dann, wann mache ich es endgültig fertig und welche steuerlichen Aspekte beziehe ich denn noch mit ein? Da gibt es aber zum Beispiel auch Dinge, die dafür sorgen, auch bei größeren Unternehmen, dass es gar nicht so schnell gehen kann. Wenn ich beispielsweise halt warten muss, bis eine Pensionsberechnung da ist und ich einen Zinssatz entsprechend brauche, der zum 1.1. Definiert ist, dann kann ich halt meine Pensionsrückstellung sowohl handels- wie auch steuerrechtlich könnte ich es früher, handelsrechtlich erst zutreffend, wenn ich die finanzmathematische Bewertung habe. Insofern kann ich diesen 14 Tage nach Bilanzstichtag, also jetzt letzte Woche, hätte ich einen Entwurf vorlegen können, aber noch niemals einen fertigen Jahresabschluss dahingehend, wenn ich auf Eingangsdaten angewiesen bin. Also von so her auch immer die Antwort im Steuerrecht immer richtig, es kommt darauf an, dass jeder Einzelfall zu betrachten, generell zu sagen, früher oder später lässt sich so nicht machen. Es gab eine interessante Untersuchung. Mein Bruder hat eine Diplomarbeit zu einem ähnlichen Thema geschrieben, nämlich die Frage der Ableitung, wann haben große börsennotierte Unternehmen ihren Jahresabschluss veröffentlicht und wie steht der im Verhältnis, ist es ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis? Also der hat da untersucht Parallelitäten, wie schnell liefern die Daten und wie gut sind sie, also weniger finanzamtsorientiert, sondern betriebswirtschaftlich orientiert. Und kam dort auch zu einem eher uneinheitlichen Ergebnis, dass es eben genau das nicht gibt, dass man jetzt sagen kann, je schlechter, je später oder je besser, je früher. Es ist der Einzelfall zu betrachten, glaube ich, ist die einzig durchgängige Antwort, sowohl Richtung Finanzamt als auch Richtung handelsrechtliche Adressaten, weil Richtigkeit ist da halt auch im Vordergrund. Wenn es jetzt gerade um das Thema steuerliche Gestaltung geht, dann macht es ja meistens wenig Sinn, am 31.12. oder im Januar dann eine Beratung aufzusuchen für das letzte vergangene Jahr. Das macht ja eher dann im laufenden Jahr Sinn. Wann würdest du dann sagen, wann so der ideale Zeitpunkt wäre, sich mit dem Steuerberater zusammenzusetzen und zu sagen, so, wir gucken mal, wie wir dieses Jahr, was wir noch optimieren, ändern, entscheiden können. Wann wäre da der beste Zeitpunkt? Also bei uns sind das die sogenannten Herbstgespräche. Also wenn ich jetzt unterstelle, ich habe ein Kalenderjahr, gleiches Wirtschaftsjahr, tun wir in der CETAX ab Mitte Oktober nichts anderes mehr, als nach vorne gerichtete Gespräche suchen und sagen, okay, was tun wir dieses Jahr noch? Sei das jetzt die Frage der Größenklasse, kann ich vielleicht noch eine Größenklasse drunter bleiben? Habe ich andere Veröffentlichungsprüfungspflichten? Habe ich Möglichkeiten, zum Beispiel der Steuergestaltung, um unter diesen 7G-Grenzen zu bleiben oder. Da steht also ab Herbst des Jahres, ab Oktober, steht das bei uns im Mittelpunkt der Tätigkeit. Das heißt, im Dezember die ganzen Weihnachtsfeiern und davor die Steuergestaltungsgespräche mit den... So ähnlich, wenn unter Corona-Bedingungen möglich, dann die Weihnachtsfeier im Dezember durchgängig vom 1. bis zum 24. und dann Urlaub. Nein, aber so ab Mitte Oktober geht es eigentlich los und zieht sich dann bis hin zum Jahresende, um nur letzte eine Ausschüttung beispielsweise noch zu planen und zu sagen, jawohl, wir hatten vorhin das Thema echte Steuerersparnis, Kinder, die ich beteiligt habe, da gilt halt das Zuflussprinzip im Privatvermögen und wenn ich dann will, dann muss ich halt, wenn es eine GmbH-Beteiligung ist, die Ausschüttung halt noch am 29. oder 30. Dezember realisieren. Dann muss ich es halt auch tun, dann kann ich auch nicht sagen, oh, jetzt war Weihnachten, jetzt machen wir die Kanzlei zu. Ja, da sind wir da, um solche Dinge dann einfach auch noch bis zuletzt zu begleiten, weil da ist dieses strenge Prinzip
Zufluss, Abfluss einfach im Steuerrecht gegeben. Und dann muss ich es auch steuerrechtlich orientiert machen. Nicht nur wegen der Steuer, aber wenn ich sinnvollerweise tue, dann bitte steuerlich optimiert. Jetzt habe ich noch einen ganz aktuellen Fall, den ich jetzt kürzlich gelesen habe. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Es gibt ja, wenn ich jetzt als Geschäftsführer oder als Mitarbeiter oder Inhaber der Firma mir bestimmte Dinge aus der Firma rausnehme oder mir bezahlen lasse, dass es so versteckte Gewinnentnahmen und sowas gibt. Ich habe jetzt gerade gehört, einen aktuellen Fall, dass es wohl auch für Verheiratete gehen soll, wenn die sozusagen eine reine Zugewinngemeinschaft haben und der Ehemann schenkt jetzt der Ehefrau irgendwas oder bezahlt eine Reise, dass das ja eigentlich auch steuerlich relevant sein soll. Wie siehst du denn das? Absolut, ist der große Fall, der kenne ich, der seiner Lebensgefährtin eine Weltreise geschenkt hat und die einfach nur einen Freibetrag, Steuerklasse 3 mit 20.000 Euro hat, und übersteigende Beträge sind schenkungssteuerpflichtig. Das wird ganz, ganz oft unterschätzt. Das ist ein Riesenproblem. Ist immer die Frage, wie oft wird es entdeckt? Ja. Wenn es sich jetzt hier um jemanden handelt, der keine Betriebsprüfung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es entdeckt wird, relativ groß. Ja. Was zunehmen wird, ist wahrscheinlich auch, je nachdem, wie wir uns wirtschaftlich entwickeln, wenn solche Dinge passieren, dass da Geschenke unterwegs sind in größerer Größenordnung, dass es zur Anzeige kommt, das wäre der andere Entdeckungsweg. Ja. Aber ansonsten wird uns das sicherlich bei steigender Zahl vermögender Menschen, die sich dann eben auch was zuwenden können und für die das dann gefühlt nur eine Kleinigkeit ist, aber halt über den steuerlichen Freibeträgen liegt, wird das ganz sicher ein Thema in der Zukunft sein, absolut. Spannende Frage war ja dort, inwiefern die Finanzrechtsprechung dann tatsächlich eine Bereicherung drin sieht, weil die ja, die mitging auf die Weltreise, die sofort auch verbraucht hat. Und da war ja die Frage, ist sie durch diese Beschenkung nachhaltig bereichert? Ne? Ja. Aber solche Fragen werden uns immer mehr und intensiver in Zukunft beschäftigen. Auf jeden Fall gehört auch zu dem Streben des Staates nach mehr Einnahmen, ganz klar. Ja, da versucht er durch, klar, im Interesse der leeren Kassen, die möglichst auf allen Wegen da noch zu füllen. Ne? Und ohne da jetzt polemisch zu werden, die Politiker wollen wieder gewählt werden. Uns dann da zu holen, wenn man sagt, oh, der ist so reich, der kann seiner Lebensgefährtin eine Weltreise schenken, dann tut es ihm doch auch nicht weh, wenn er Steuern bezahlt. Ja, das ist dann immer so der gern gesehene, ja, wenn der so viel Geld hat, dann fällt es einem ja leid. Reiche Unternehmer, ja, dass der aber sein Geld eben nicht auf dem Konto hortet, sondern im Unternehmen stecken hat, und dass deshalb dieser Satz, auch wenn einer so viel Geld verdient mit seinem Unternehmen, dann können wir auch Steuer wegnehmen. Es bleibt ein Eigentumseingriff des Staates, und da ist zu prüfen, ob er durchs Gesetz gedeckt ist, ja oder nein. In verstärkter Maße, sicherlich, aber da gilt es immer genau hinzugucken. Und eben nicht nur zu sagen, oh, der hat ja oder dem jetzt was geschenkt und der hat so viel Geld oder eine goldene Uhr oder was auch immer der Tatbestand ist. Es gilt zu prüfen. Und dann, dafür ist der Steuerberater schlussendlich da, den Mandant zu schützen, dass der Eingriff berechtigt ist. Jetzt habe ich abschließend noch eine generelle Frage zum Thema Haltung auch gegenüber das Thema Finanzamt, Steuern. Es gibt ja die einen sagen, und die erlebe ich leider sehr oft, auch wenn das kleine Unternehmen oder Gründer sind, die sagen, zeig mir noch mehr Wege oder wie kann ich noch mehr Wege finden, Steuern zu sparen und was kann ich alles tun, um den Graubereich voll auszunutzen, und die haben dann vielleicht auch zu Hause ihre, weiß nicht, Putzfrau noch betrieblich angestellt. Also den totalen Weg, Steuern zu sparen, was ja auch viel Fokus, viel Energie kostet, der dann woanders fehlt, und dann gibt es die andere extreme Sichtweise, wo man sagt, das ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt Steuern spare oder nicht. Ich versuche, mein Unternehmen so aufzustellen, dass ich pro Jahr 1 Million oder 2 Millionen oder 10 Millionen Steuern bezahle. Denn dann habe ich auf der anderen Seite auch 10 Millionen dann auch an Gewinn oder Nachsteuern zur Verfügung, mit dem großen Vorteil, dass ich dann gut schlafen kann und nicht wie Herr Hoeneß und Co. dann irgendwann mal ein paar Jahre gesiebte Luft schnuppern darf. Was würdest du denn empfehlen? Gibt es dir zum Extrem, würdest du raten, oder eine Mitte oder? Wie immer liegt es da in der Mitte. Der Fokus muss sein, viel Geld zu verdienen und dann aber hinzugehen und sagen, okay, jetzt schauen wir, was können wir legal steuerlich optimieren. Legal deshalb, weil ich eben nicht mit dem Uli in Landsberg am Lech landen will, ja, weder ich noch mein Mandant das tun soll. Und da sage ich meinem Mandant auch immer, überlegt es euch gut, ob es das wert ist. Aber das Ziel muss ganz klar sein, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Und dann die legalen Möglichkeiten der Steuerersparnis zu nutzen.
durchaus mit Übertragung, mit Kindern, mit Modellen, mit Stiftungen. Wir haben viele Möglichkeiten. Basis ist ein erfolgreiches Unternehmen und das zu begleiten, das macht zum einen viel, viel mehr Spaß, als hier nur mit dem Spitzenstift zu rechnen, wo kann er jetzt noch 5 Euro Steuern sparen, sondern ein erfolgreiches Unternehmen zu begleiten und dann zu sagen, okay, steuerliche Dinge zu nutzen, die der Gesetzgeber zu Recht dem Unternehmer zur Verfügung stellt, sein Eigentum zu erhalten, das er erwirtschaftet hat. So, glaube ich, muss man es immer sehen. Also da höre ich ja schon raus, eine gewisse Priorität. Priorität des Unternehmers ist es, Unternehmen rentabel aufzubauen und auch zum Wachstum zu bringen. Das ist ja den meisten ja nicht unbedingt sofort bewusst, dass es ja keine Stagnation oder Stillstand gibt, entweder es wächst oder schrumpft. Und dass er als Unternehmer die Aufgabe hat, den Wachstum kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Und wenn es dann eine steuerliche Gestaltung gibt, dann gibt es das Oktober, die Herbstgespräche. Und dann seid ihr sozusagen dran, die legalen Wege dann aufzudecken. Absolut. Und wie gesagt, das verbunden mit der Planung, damit ich eben rechtzeitig dran bin und nicht gucken muss, wenn das Jahr vorbei ist. Ja. Und ich retrograd feststelle, oh, Ergebnis war gut, sondern durch die Planung vorausschauend die legalen Möglichkeiten, die aber immer getragen sein müssen von betriebswirtschaftlicher Vernunft und nicht vom alleinigen Streben nach Steuerersparnis. Das war noch nie ein guter Berater. Jetzt würde es mich abschließend noch interessieren, was so deine wichtigsten Tipps vielleicht noch sind oder ob du was an Vorbildern hast, wo du sagst, also du bist ja jetzt nicht nur Steuerberater, du bist ja auch, ich sag mal, Unternehmer. Du hast ja Unternehmen geschaffen, du hast viele Arbeitsplätze geschaffen, eine eigene Ausbildungsakademie, Gesellschaft und so weiter. Was würdest du nochmal als Tipp mitgeben? Was hat dich da auch durch die schweren Zeiten vielleicht auch selbst durchgetragen, wo du denkst, das kann anderen auch helfen? Nun, ich glaube, ganz wichtig am Ende ist, dass Kontinuität ankommt und dass die Kontinuität getragen wird von Zielen, an die man tatsächlich glaubt. Keinesfalls zu sagen, ich tue dies oder jenes, weil ich viel Geld verdienen will, sondern ich glaube, wenn man seinen Beruf wirklich mit Passion ausübt und von Werten überzeugt ist und die verfolgt, dann kann man auch Krisen, die kommen werden, und schwierige Zeiten überstehen, kann dann auch andere mitreißen und überzeugen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis dran, kontinuierlich Leistung auf die Straße zu bringen, aus einer Überzeugung heraus andere mitzunehmen und Begeisterung für den eigenen Beruf zu haben. Ich glaube, dann ist sogar sekundär, ob es jetzt die Steuerberatung ist oder der Chemiker oder was auch immer. Ich brauche diese Begeisterung und dieser Antrieb, dass es mir selber auch ein Stück weit Freude macht. Ich weiß, die These ist etwas umstritten. Professor Malik sagt dann immer, ja, die Begeisterung beim Tennisprofi fürs Tennisspielen ist gar nicht mehr so groß. Aber am Ende glaube ich doch und würde da in dem Punkt ihm auch etwas widersprechen und sagen, wenn einen eine Begeisterung trägt, ist man auch in der Lage, auch in schwierigen Zeiten kontinuierlich solide Leistung zu erbringen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Geheimnisse des Unternehmertums. Das ist kein Geheimnis, sondern tatsächlich harte Arbeit, Freude aber daran und die Kontinuität, dann glaube ich, führt das Unternehmertum tatsächlich zum Erfolg. Jetzt hast du ja dieses Wort oder den Begriff der schwierigen Zeiten und der Krise auch nochmal angesprochen. Da habe ich da nochmal eine kleine Nachfrage, weil du ja jetzt gerade in den Corona-Zeiten ja auch viel Unternehmen auch in der Krise begleitet hast. Was würdest du denn aus diesen Geschichten, aus diesen Dramen, die sich teilweise auch abspielen, wenn dann ein Unternehmer dann vielleicht 500, 600 Niederlassungen hat, 8000 Mitarbeiter und alle sind gleichzeitig geschlossen. Ja, was würdest du da als Quintessenz so für große und kleine Unternehmen als Tipp mitgeben, als Lektion? Ich glaube, da ist tatsächlich, wenn sowas wie die Pandemie zu so Auswirkungen führt, die vorher keiner so abgesehen hat, sind wir mal ehrlich, das ist niemand davon ausgegangen, dass in dem Maße ein Lockdown oder was Ähnliches kommt, dass da dann tatsächlich auch ein bisschen die Trotzreaktion als Unternehmer gefallen ist und sagt, so, schwieriges Umfeld, hätte keiner gedacht, hätte keiner geglaubt, aber jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern diese jetzt erst recht Mentalität an den Tag zu legen und zu sagen, jawohl, Goethe hat mal gesagt, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt sind, kann man etwas Schönes bauen. Ich glaube, das war auch in dieser Krise so. Dann natürlich war es bitter und ein Schock auch für viele im ersten Moment. Aber das Geheimnis, darüber hinwegzukommen, ist, glaube ich, tatsächlich der Blick nach vorne, der Optimismus und zu sagen, so,
ist schwierig, hilft aber nichts, wenn wir alle sagen, es ist schwierig, sondern da hilft nur nach vorne arbeiten, Ärmel hochkrempen und anpacken und den Karren nach vorne ziehen. Was anderes hilft nicht. Ich habe jetzt mir auch mal die Zahlen aus 2021 gezogen und dann komme ich auch tatsächlich zu meiner letzten Frage. Und zwar gab es im Jahr 2021 110.000 Insolvenzen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind 70.000 neue Millionäre in Deutschland entstanden. Also in der gleichen Zeit gibt es dann Verlierer und Gewinner. Würdest du sagen, dass es eine gute Zeit ist, sich jetzt noch selbstständig zu machen oder lieber den sicheren Job bei der Post oder Behörde zu suchen, beim Finanzamt? Um Gottes Willen, ich glaube, da kennen wir uns gut genug dazu, dass du fast die Frage selber beantworten kannst. Ich würde sterben, wenn ich nicht Unternehmer sein dürfte, wenn ich mich in was einfügen müsste, in feste Rahmen und nicht, ich bin jemand, der will Unternehmer sein, der liebt die Gestaltung. Ich hatte mal ein Angebot, in die Lehre zu gehen. Ein guter Freund, der mich ein bisschen kennt, sagt, um Gottes Willen, du würdest untergehen. Weil wenn du was entdeckst, du betreibst deinen Beruf mit einer Leidenschaft, etwas gestalten und etwas erreichen zu wollen, in den Fesseln schon gar des Staatsdienstes in der Lehre, wärst du nach 14 Tagen völlig unglücklich. Und genauso, glaube ich, ist es, selbst in den Zeiten jetzt, wenn man mit Enthusiasmus, mit Begeisterung, wenn man die hat, kann man auch als Unternehmer große Erfolge erzielen. Durchaus, denn diese Millionäre, die da entstanden sind, die sind ja nicht alle nur durch Erbgänge in diese Position gekommen, sondern da sind auch sehr erfolgreiche Unternehmer dabei. Und ich glaube, wie vorhin gesagt, die Begeisterung ist der Grundstein, dass ich kontinuierlich Leistung erbringen kann. Und wenn ich kontinuierlich Leistung erbringen kann, dann bin ich auch in der Lage, als Unternehmer sehr erfolgreich zu sein. Und da die Basis ja des Unternehmertums ist, Probleme zu lösen, Nutzen zu schaffen. Ja. Und wir zweitens nicht weniger Probleme, sondern eher mehr Probleme auch bekommen, auch durch die Pandemie. Wenn ich alleine, ich habe jetzt, als ich im Urlaub war, jemanden kennengelernt, der betreibt diese Testzentren und macht dann monatlich 5- bis 6-stelligen Umsatz und hat relativ wenig Kosten gegenzusetzen. Also ich glaube, schon alleine dadurch wird es sehr wahrscheinlich einiger Millionäre geben. Also es gibt immer wieder Chancen und Gelegenheiten, die es gilt zu nutzen. Und da heißt es also nicht, sich gegen seiner Persönlichkeit, wenn man dieses Freiheits- und Gestaltungsbedürfnis hat, dann zu stellen, sondern lohnt es sich auch noch in und nach der Pandemie noch selbstständig zu machen. Bin ich fest davon überzeugt. Super. Dann danke ich dir, lieber Marc, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier nach Berlin zu kommen und einen kleinen Einblick nicht nur in deine berufliche Tätigkeit, sondern auch in deine persönlichen Interessen und auch deine Motivation zu geben und deine Sichtweisen. Und danke auch für deinen Tipp. Und wir werden jetzt hier, liebe Zuschauer, unter dem Video auch einen Link reinsetzen zur Kontaktaufnahme. Und wir werden auch noch weitere Informationen gern zur Verfügung stellen. Gerne bist du eingeladen, jetzt nicht nur das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und ganz wichtig auch die Glocke zu betätigen. Dann wirst du weiter in Zukunft informiert, wenn wir neue Beiträge haben, sowohl zum Thema Gründung, Selbstständigkeit, Finanzierung, aber auch steuerliche Gestaltung. Experten stellen wir vor und natürlich unsere Gründergeschichten. In diesem Sinne, vielen Dank, lieber Marc, und bis zum nächsten Mal.